Servus und Hallöchen, liebe Freunde da draußen. Herzlich willkommen zurück bei eurem 7 by Lea Sophia. Wir schreiben den 16.02.2016. Heute ist die Vollversion rausgekommen. Ein Tag, dem ich auf jeden Fall mega entgegengefiebert habe, weil das Spiel unheimlich gut ist. Eines der besten Horror-Games ever. Und ihr werdet gleich sehen, warum, an diejenigen, die es noch nicht kennen. Und ich habe euch gerade auf Twitter gefragt, wie ihr es haben möchtet. Ob ihr sozusagen nur das Ende sehen wollt. Das heißt, ein, zwei Folgen nochmal drangehängt an mein ursprüngliches Let's Play von der Early Access-Version, die ja noch nicht die ganze Story gezeigt hat. Oder ob ich das Ding nochmal komplett für euch aufnehmen soll und, euch zu Gemüte führen lasse. Ihr habt euch auf jeden Fall für Letzteres entschieden, was ich mega feiere. Ich finde das richtig, weil allein schon im letzten Patch 20 neue Räume mit dazu inkludiert wurden. Das heißt, es lohnt sich definitiv nochmal, sich das komplette Ding zu geben. Und ich werde mich diesmal auch mit Schnitt und Bearbeitung und so weiter zurückhalten, einfach weil man in diese Atmosphäre wirklich eintauchen muss. Und ich versuche mal so unvoreingenommen wie möglich ranzugehen und mir nochmal alles, was mit der Story zu tun hat, mir zu überlegen. Das wurde ja beim letzten Mal nicht ganz klar und lässt viel Raum für Interpretation. Aber ich würde sagen, reden wir nicht lange um den High Malerpinsel herum, sondern tauchen wir ein in die Story von Lea Sophia. Viel Spaß. I know how you must feel. Lost. Alone. Hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. Es geht wieder los, Freunde. Ich glaube, damit beginnt die lustige Reise in unserem Lieblings-Horrorhaus. Noch wirkt alles relativ charmant und ich habe so das Gefühl, dass das mein längstes Video ever werden wird, aber es ist auch nicht so ganz schlimm. Ich möchte jetzt auf jeden Fall immer öfters mal solche Umfragen auf Twitter machen, um einfach euch ein bisschen mitentscheiden zu lassen, wie ihr das gerne hättet. Und da sind wir in unserem Zuhause. Noch ist alles ruhig, noch ist alles mega charmant. Ein Ort, an dem man auf jeden Fall sein möchte, also, oder? Wie seht ihr das? Wenn ich alt bin, dann möchte ich hier auf jeden Fall sein, aber Kenner wissen auf jeden Fall, dass das nicht lange vorhalten wird. Und das liegt nicht an dem Knoblauch, der hier von der Decke hängt oder diesem riesigen Blumenkohl, Alter. Ja, sehr gut. Der Junge hat auf jeden Fall Hunger, was sich an diesen mega krassen Äpfeln auf jeden Fall bestätigen lässt. Und wir sehen schon, man kann hier mit allem interagieren, man kann hier irgendwie alles aufmachen und so weiter. Das wird später noch wichtig. Es ist unheimlich schön gestaltet, ne? Und das Spiel wird noch so abgefuckt. Die Leute, die das gesehen haben, die wissen das auf jeden Fall. Die Leute, die es noch nicht kennen, lasst euch überraschen. Das Spiel ist super krass. Diese Interaktionsmöglichkeiten hier mit allem wird später noch wichtig bei den ganzen Story-Elementen, bei den ganzen Notizen, Zetteln, die man findet. Und es ist alles mega wirr. Es ist alles mega der Psychoterror. Geht's jetzt schon los, Alter? Ich dachte gerade, die Musik hört auf. Und wir sind, glaube ich, beim letzten Mal. Was? Ist mir jetzt hell die Lampe, ey. Wir sind beim letzten Mal hier nicht in jeden Raum gegangen. Das möchte ich diesmal, wenn ich ehrlich bin, nachholen. Ich möchte die Räume mal in einem friedlichen Zustand erleben, als immer bloß in diesem abgefuckten. Okay, okay, das ist ein Rezept für eine Prothese. Wir wissen, irgendwas ist mit seinem Bein. Der humpelt hier auch so ein bisschen durch die Gegend. Das fällt einem, ja, mehr oder weniger deutlich auf. Oh, mit Wassersparen hast du es auch nicht so, oder? Kann man das irgendwie ausmachen? Ja, kann man. Oh mein Gott, ich kenne dieses Waschbecken von der Halloween Edition. Da war die Dusche mit der Frau drinne, was man nicht sehen konnte, weil der Vorhang zugezogen war. Ich erinnere mich. Oh mein Gott. Treppen, Holz und Farben werden wir in diesem Spiel genug erleben. Musik bitte. Ich bin immer leicht nervös, wenn die Musik aufhört zu spielen. Hallo? Ich weiß nicht ganz genau. Okay, Notenblätter, damit können wir nicht so viel anfangen. Verzeihung! Ich hab's nicht so gemeint. Sorry, dass ich euren Ohren nicht antat. Ihr habt's bemerkt, das Spiel hat jetzt deutsche Untertitel, was auf jeden Fall die Spiel-Experience nochmal erhöht. Das finde ich mega nice.
müssen nicht ganz so viel übersetzen oder wahrscheinlich kaum. Oh, da haben wir wieder diesen komischen Werwolfsmenschen, ey. Sorry, dass ich das jetzt komisch oder eklig nenne, aber der Typ ist echt übelst gruselig. Er ist wirklich nicht gerade der Sympathieträger, oder? Wie findet ihr das? Okay, Leute, wir müssen hier... Ah, genau, der Schlüssel. Der Schlüssel für unser Mahlzimmer. Okay. Und wir können uns hier ein bisschen umschauen. Ich versuche auf jeden Fall viel von der Story mitzunehmen. Okay, mein lieber Freund, lass mich dir eine Frage stellen. Hast du völlig deinen gottverdammten Verstand verloren? Ich weiß, dass du im Moment eine schwere Zeit durchmachst. Ich verstehe das wirklich. Wir wissen noch nicht, was die schwere Zeit ist, by the way. Weshalb ich mich dazu bereit erklärt hatte, dich diese Illustration malen zu lassen. Auch der guten alten Zeiten wegen. Ich habe dir sogar ganz bewusst eine ganz triviale Aufgabe gegeben, weil ich dachte, Rotkäppchen wäre etwas, was du im Schlaf zeichnen könntest. Womit ich nicht gerechnet hatte, war dieser verrückte Zündstoff für Albträume, den du für eine gute Nachtgeschichte für deine Kinder eingereicht hast. Er friert die Hölle zu, als dass ich das benutze, und ich bereue es sehr, dass ich mich dazu bereit erklärt hatte, dich im Voraus zu bezahlen. Bitte komm mal wieder klar, dein alter Kumpel Liam Brickstone. Papyrus Verlag GmbH, Alter, wir arbeiten nur mit den ganz dicken Fischen im Business zusammen, was uns leider den Verstand etwas vernebelt hat. Gute Nachtgeschichte für Rotkäppchen, sagst du? Oh, das wäre auf jeden Fall, was ich meinen Kindern zeigen würde. Und wir merken schon diesen Charme des Spiels, und der wird sich auf jeden Fall über das ganze Spiel hinweg durchziehen. Mehr oder weniger verdrehten Emotionen. Aber was das bedeutet, schauen wir uns lieber mal selber an. Okay, hier können wir nicht rein. Hallo? Wir haben das Kinderzimmer. Wir wissen übrigens nicht, was mit unserer Frau oder mit unserer Tochter, das hier wahrscheinlich ein Mädchenzimmer darstellen soll, passiert ist. Das gilt es ja rauszufinden. Was ist das? Kleine Rassel. Diese ganzen Dinge sind jetzt sehr unscheinbar oder noch nicht wirklich zu benutzen, aber das wird auf jeden Fall noch wichtig. Man kann sich das nur vorher hier mal anschauen. Es geht erst richtig los, wenn wir sozusagen runter in das Mahlzimmer gehen. Was wir auch gleich tun werden. Okay, wir haben die Bilder der Kleinen. Wir haben mega viele Puppen. Puppen ist ja auch das Stichwort, also... Ich scheiß mir schon ein bisschen in die Hosen. Merkt doch selber, ne? Okay, hier haben wir noch das ein oder andere Zimmerchen. Was ist das? Been working all night. Don't wake me up. Missing, reading, blablabla. Ah, da hat jemand die Übersetzung vergessen. Man kann keine Vollversion raushauen und dann die Übersetzung vergessen. Im Schlafzimmer war ich nicht drin. Frank, hast du Brüste bekommen oder was? Oh, da war jemand nicht so zufrieden mit seinem Äußeren. Kenn ich ja. Galactic's Grand Opening in Flames. Space? Ich drücke Space, auch nichts passt. Oh, doch. Okay. Galactic's große Öffnung in Flammen, verheerender Brand in neuem Kaufhaus, tötet Dutzende, hunderte Verletzte. Es war definitiv irgendwas mit einem Brand, aber wir wissen nicht so genau, was das im Endeffekt bewirkt hatte. Die lang erwartete Öffnung der neuen Galactic-Kaufhaus, bla 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 bla. Okay, es ging in Flammen auf. Ich verstehe. Falls ich mal was nicht lese, dann macht bitte Pause, dann könnt ihr euch das durchlesen an den jeweiligen Stellen. Sorry, couldn't sleep. Es tut mir leid, ich konnte nicht schlafen. Legs been acting up again. Figured my das... The legs? Okay, die Beine... Seine Beine waren irgendwie ziemlich zappelig. Ja, aber die Krücke. Das hat sich so angefühlt, als würden sie, ja, nach Arbeit verlangen. So mehr oder weniger die sporadische Übersetzung meinerseits. Ist ein bisschen misslungen, Sam. Kein Problem. Er hat auf jeden Fall alle Tassen noch im Schrank, ne? So eine Bilder würde ich mir definitiv hinhängen. Okay, hier haben wir das Mahlzimmer. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, in den Keller zu gehen. Ich werde da mal kurz vorbeischneiden. Wir können ja leider auch nicht rennen, weil Humpelbein ist am Start. Wir sind auf jeden Fall Mad-Eye Moody par excellence, nur ohne das coole Auge, also... Da fehlt definitiv ein Coolness-Faktor. Und hier haben wir den Raum. Hier haben wir den Raum von der Halloween Edition. Kann man da rein? Nee, kann man nicht. Ich hab's gewusst. Die ist übrigens immer noch spielbar. Die wollten das nur einen Monat freischalten. Haben sich dann doch dagegen entschieden. Okay. Was ist das? Was ist das? Ah, ein Waschbecken. Nein, mach das zu. Meine Wasserrechnung. Okay. Wer zündet hier die Kerzen an, sagt mal. Das ist aber nicht im Sinne der Sicherheit, ne? Gerade nicht, wenn du mit einem Brand konfrontiert wurdest. Aber, was erzähl, Report Card. Grading Period, bla bla bla, Reading. Okay, Noten der Tochter. Unterer Durchschnitt. Hey, junge Dame, das gibt Stubenarrest.
Okay, lass uns dann mal wieder hochgehen. Ich glaube, es ist an der Zeit, die Hölle über uns hereinbrechen zu lassen. Ich finde das so geil mit diesen Lichtverhältnissen, die sich verändern. Das ist wirklich mega gut gemacht. Aber hier noch irgendein Raum? Nee, nicht wirklich. Wir waren überall drinne, glaube ich. Okay, was steht hier? Ich habe ihre Werkstatt nicht angetastet, wie gewünscht. Wobei ich mir nicht vorstellen möchte, welches Chaos drin herrschen mag, wenn sie sich wirklich so sehr um den Zustand ihres Raumes sorgen. Sollten sie vielleicht besser darauf achten, wo sie ihre Schlüssel liegen lassen. Ich habe sie zurück in ihr Büro gebracht. Schönen Tag noch. Okay, die Notiz vom Butler kam leider etwas zu spät. Wir haben das selber gefunden. Und ich glaube, wir wissen, was passiert. Wir müssen unser Bild fertig malen. Get it right this time. Mach's diesmal richtig. Ich kann es gar nicht so richtig erwarten, was passiert, wenn wir sozusagen... Ich glaube, wir finden in den Schränken noch nichts. Was passiert sozusagen im späteren Fortschritt des Spiels, wenn wir schon einige Schocker hinter uns haben, dann wird der Raum mega bunt und mega farbenfroh. Das sieht unheimlich genial aus. I'm so sick. Ich hab's so satt, dass wir uns über diese Zettel unterhalten sollen. Um Gottes Willen, wir leben im selben Haus. Komm da raus und rede mit mir, bevor du dich schlafen legst. Frauchen ist wütend. Was haben wir getan? Haben wir hier noch was? Nee, Farben. Okay. Schauen wir mal. Und da geht's los, Freunde. Ab jetzt wird dieses Haus nicht mehr dasselbe sein. Oh mein Gott, hier habe ich letztes Mal den Mega-Jumpscare abgekriegt. Alter, ich bin gerade übelst getriggert. Aber noch nicht. Das kommt später. Es wird sich alles wiederholen. Es wird alles immer schlimmer. Okay. Wie gesagt, ich will dich stundenlang hier brauchen. Ich glaube, man kann in dem Spiel auch... Just out of reach. Ah! Ich kann es nicht erreichen. Man kann in dem Spiel auch tatsächlich irgendwie 5 Stunden oder sowas verweilen, aber das muss ja wahrscheinlich auch nicht sein. Ich denke mal, es wurde ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde dazu gerechnet. Das heißt, es geht doch in ein paar durchzuspielen. Wahrscheinlich werde ich ein bisschen länger brauchen. Okay, haben wir hier irgendwas drinne? Ey! Nee, haben wir nicht. Okay, gut. Going circles, in Kreisen gehen. Ja, das passiert auf jeden Fall, wenn man eine Flasche zu viel Intus hat. Obwohl ich gehört habe, das soll irgendwie die Kreativität erhöhen. Hallöchen, werte Herrschaften. Wie geht es Ihnen heute Nacht? Schicke Frisur. Nee, bitte nicht. Okay, können wir die Kerzen anzünden. Ah! 485. Ach ja, da war ja was mit Zahlen. Ich verstehe. Okay, ich habe mir die alten Folgen nicht nochmal angeguckt, aber ich weiß ungefähr, worauf es in dem Spiel... was war das jetzt? Worauf es in dem Spiel ankommt. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich das ein oder andere Ding schneller lösen kann. 485. Aber es ist auch schon eine Weile her. Deswegen werde ich mich wahrscheinlich auch an den einen oder anderen Stelle länger aufhalten müssen. 485 war das jetzt? Oh, ich darf nicht so viel quatschen. Yes! Zeig mir, was in dir steckt. Past holds back. Look closer. Die Vergangenheit hält dich zurück. Das ist ein schrecklicher Ring, Alter. Will you marry me? Nein. Zumindest nicht mit diesem Ring. ich hatte so den Eindruck, dass... Da war gerade keine Tür, oder? Vergiss niemals. Natürlich war da gerade keine Tür. Ja. Hier haben wir zwar viele Schubladen. Okay, ich dachte, die machen jetzt hier wirklich überall was rein, aber das ist mehr oder weniger bloß Spielerei. Okay, wir müssen doch gründlich durchsuchen. Save the date. Einladung. Wünschen Sie das Vergnügen eurer Gesellschaft zum Feiern unserer Trauung am Samstag. Okay, wir wollten also unsere Frau heiraten. Bis hierhin ist alles klar, bis hierhin ist noch alles gut. Obwohl ich nicht weiß, ob das Unterlagen von vor dem Brand sind oder danach. Großmütterchen hat soeben den Stuhl verlassen. Und der Apfel sieht nicht mehr ganz so gut aus. Das war in der Early Access übrigens so ein bisschen nervig, dass man hier die ganzen Schränke aufmachen musste, damit man dann durch die Tür kam. Und teilweise war da gar nichts drin. Das war auch so ein Ding. Ich glaube, das haben sie jetzt verändert. Du hast in meinem Studio rumgeschnüffelt, stimmt? Ich erinnere dich daran, dass ich es kategorisch verboten habe, selbst wenn meine Tür offen ist. Dies ist deine letzte Warnung. Beim nächsten Mal wirst du dich nach einem neuen Job umsehen müssen, suchen müssen, wie auch immer. Okay, eine Warnung an den
Butler wahrscheinlich oder keine Ahnung, irgendjemanden, der in diesem Haus mit wohnt. Was hat der eigentlich für ein Problem? Ich glaube, da drin ist irgendwas, was wir nicht sehen sollen. Oh. Ist es nicht eigentlich so, dass diese Dinger immer versteckte Schnapslager sind oder so? Oder ich weiß nicht, aus was für ihrem Haushalt ihr kommt. Ah! Oh nein, nicht im Keller. Ich hab's vergessen. Hallo? Es geht bald los. Es geht bald richtig los. Ach du Scheiße. Meine Liebe, obwohl du noch nicht einmal geboren wurdest, kann ich bereits deine Anwesenheit spüren. Das ist einfach wundervoll. Ich kann einfach noch nicht begreifen, welch Glück ich doch habe. Vor einem Jahr, da hatte ich nur Talent und Ambitionen. Heute habe ich entgegen allen Erwartungen eine Karriere, einen mich liebenden Ehemann und dich. Okay, das ist ein Brief der Frau. Und ich bin noch nie sehr religiös gewesen. Vermutlich habe ich das, was andere in einer Predigt zu erkennen hoffen, bereits in der Perfektion meiner Kunst gefunden. Oder doch nicht? Doch nun. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Ich habe das Gefühl, als würde eine höhere Macht über mich wachen. Man sagte einmal zu mir, dass ich es niemals als Musikerin schaffen werde. Okay, das ist doch die Frau. Doch heute spiele ich ausverkaufte Konzerte in einigen der preisträchtigsten Hallen des Landes. Außerdem sagten sie mir, ich hätte einen schwierigen Charakter und dass ich mich niemals einen Seelenverwandten fände. Rate doch mal, als wäre das nicht genug gewesen, sagte mir einmal ein Arzt, dass ich niemals eigene Kinder haben könnte. Und dennoch, hier bist du, in mir. Ich bin wahrscheinlich die glücklichste Frau auf der Welt. Ich liebe dich so sehr. Okay, ein Liebesbrief der Frau. Also sind das beide Künstlerseelen. Alter, ich drücke ihr die ganze Zeit auf F, weil ich die Hoffnung hebe, dass ich eine Taschenlampe habe. Aber dem ist nicht so. Mir aber Lichtschalter, das... Ah! Fuck you, Alter, fuck you. Ich muss... Ah! Wir sind beides Künstlerseelen. Und das Problem ist immer, wenn man den Eindruck hat, dass höhere Mächte über einen wachen, dass man davon ausgehen muss, um ein glückliches Leben zu führen, dass diese Mächte auch ein Gutes im Sinn haben, was nicht immer automatisch der Fall ist. Das erklärt übrigens auch die Hütte, in der wir wohnen. Wir haben auf jeden Fall Geld, auch wenn das ziemlich abgefuckt aussieht, deswegen weiß ich nicht. Spielt das in der Vergangenheit? Spielt das in der... Oder bilden wir uns das vielleicht auch ein nur? Ich hätte das nicht tun sollen. Doch, ich hätte das tun sollen. Kann man nicht so eine Kerze mitnehmen für... Oh fuck, da liegt eine Kinderpuppe. Okay, ich glaube, diese Puppe soll unsere Tochter symbolisieren. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Das ist so krass gemacht. Ich will hier nicht mehr zu dem Bild gehen, ey. Also diese ganzen Details, diese ganzen Farben und diese ganze Umgebung überhaupt, das Ambiente, das braucht nicht mal groß Musik. Oder doch? Bitte! Bitte gib mir Musik! Ah! Was stand da? Ich hab's nicht gelesen. Now, tiny bit to the left. Yes, just like that. Oh ja, oh ja. Und jetzt das Handtuch weg, bitte. All those lovely curves just right. Du kleiner Stecher, du hast es immer noch drauf, trotz Krücke. Oh, sehen noch unheimlich normal aus hier, was hier abgeht. Hallo? Ich habe das Gefühl, beim letzten Mal bin ich wesentlich langsamer vorangeschritten. Kann natürlich sein, dass ich recht habe. What the fuck, ey. Da verbrennt was. Wir haben es hier auf jeden Fall auch mit den Ratten. Das haben wir zum Anfang gesehen. Irgendwas ist mit den Ratten. Und ich kann das absolut nicht einordnen. Ich weiß nicht, was mit den Ratten hier in diesem Game ist. Keine Ahnung, das habe ich nie verstanden. Alter, was zum... Hört auf damit! Wir werden es noch herausfinden. Alter, schaltet er gleich Samara raus, oder? Heiliger Fick, ey. Das ist so gut gemacht, ey. Das ist so verdammt... Was? Boah, ich dachte, jetzt hier steht was. Das ist nur so eine dumme Blume. Nein, Blumen sind nicht dumm. Blumen ist mit das einzig Farbenfrohe, das einzig Natürliche hier. Können wir jetzt hier raus? Ja, wir können hier raus. Okay, neuer Raum. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum das Game so ruhig ist hier, das bleibt nicht so. Das wird noch so schlimm. Okay, haben wir wieder diese Pflanze. Irgendwas, was wir lesen können? Irgendwas, was wir aufmachen können? Ich muss mich ja immer mal umschauen. Okay, Schränke. Schränke mit nix drinne. Es gibt so bestimmte Items, die wir finden. Solche Key-Items. Sozusagen, die wirklich wichtig sind für diese Geschichte.
Ohne das können wir auch nicht weiter. Hey, tut mir leid, dass ich dir so lange nicht geschrieben habe. Ich wurde mit Arbeit überschwemmt. Ich muss dir sagen, dass dein letzter Brief sehr verstörend war, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich kann einfach nicht glauben, dass ich deine alten Gemälde anzünden würde. Warum sollte ich das machen? Besonders die Dame in Schwarz. Es war doch dein Tribut an sie, oder nicht? Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll, außer dass du ihr professionelle Hilfe suchen solltest, und zwar pronto. Du solltest wohl selbst mal mit jemandem reden. Nach allem, was geschehen ist, bin ich mir sicher, dass es dir ebenfalls gut tun würde. Ich muss dir wahrscheinlich nicht erklären, wie schwer enttäuscht der Käufer von diesen Neuigkeiten war. Die neuen Stücke verkaufen sich einfach nicht mehr so gut wie die Klassiker. Wie auch immer, ich werde weitersuchen. Du musst nur... Was? Durchhalten, keine Ahnung, was hier steht. Auf deine Arbeit konzentrieren. Alter, das ist der übelste Augenfuck, ey. Okay, ist noch nicht alles so ganz richtig ausgereift hier. Noch immer eine Stelle Glaube an dich. Ja, okay. Ich nicht. Was? Was stand da? Da stand... Ich nicht. Ich glaube an dich. Ich nicht. Was? Die Frau in Schwarz. Ich habe gerade so ein bisschen gestockt, weil... der Geist... einer fucking Frau hier durch die Hallen spukt. Und ich weiß nicht, ob das unsere Einbildung ist. Hallo Shakespeare? Oh Gott, ich will da auch nicht rein. Ich weiß nicht, ob es unsere Einbildung ist, sozusagen, ob wir das projizieren, diese Frau einfach zu einem Monster machen, sozusagen. Ich glaube auch nicht, dass das Spiel jedes Geheimnis hier lüften wird. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Krass, ey, so schnell verspielen sich auch 20 Minuten, Freunde. Und es ist definitiv nicht unspannend, auch nicht beim zweiten Mal. Was haben wir hier? Ist das vielleicht wie so ein Extra-Raum im Keller? Oh, natürlich, noch mehr Äpfel. Da haben wir ja nicht genug oben in der Küche. Noch ist gar nicht so viel da, aber diesen Raum hatten wir auf jeden Fall nicht. Ich glaube auch, die Entwickler wollten das ganze Ding ein bisschen länger machen. Aber ich weiß nicht, ich finde immer, je länger man... Ich gehe jetzt nochmal zurück, um irgendwie einen Zettel zu suchen oder sowas, was hier vielleicht noch liegt. Man darf nicht Spiele... so krass lange ausreizen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Schreibt mir das mal kurz unten in die Kommentare, vielleicht, wenn ihr da eine Meinung zu habt. Weil sonst verliert sich so ein bisschen die Stimmung und die Wirkung auch, wenn man so, ja, an der einen oder anderen Stelle irgendwie so ein bisschen die Luft künstlich rauslässt. Alter, der Blumenkohl ist... Heiliger Bimbam, Alter! Der Äpfelsimulator! Ich weiß schon, was es heute zum Essen gibt. Hallo? Ich hab immer mega Schiss, dass mir der Boden unter den Füßen wegbricht, ey. Es kann doch nicht sein, dass es hier nichts gibt. Was ist hier passiert? Aber hier hat's doch auch nicht gebrannt. Hier sind doch keine Feuerspuren oder ähnliches. Es gibt einige Easter Eggs, habe ich mir sagen lassen. Oder habe ich gesehen bei diversen Screenshots, was wir nicht gesehen haben. Okay, da können wir nicht rein. Warum eigentlich nicht? Was lässt sich hier finden? Also man muss, also bestimmte Sachen muss man triggern, manche nicht. Es gibt halt auch noch Scares, die man nur sozusagen sich einfährt, wenn man in bestimmten Räumen unterwegs ist. Manchmal hat man die Wahl. First step is the hardest, der erste Schritt ist der schwerste. Ja, so sieht's aus, mein Knoblauch, hallo! Ich bin so erfreut, dich zu sehen. War hier nicht eine Tür? Hier haben wir auf jeden Fall einen Zettel. Nein, ein Rezept, aber das war nie gut gewesen. Okay. Ich glaube, ich war nicht so weit bei meinem ersten Let's Play. Was ist das zum Teufel? Ein Bügeleisen? Natürlich. Ich bügele immer hier auf dem Ofen. Mach ich ständig. Na, Löchterchen, bist du dort im Ofen? Hört auf damit! Warum ist der Heiliger... Was geht? Bin ich das gerade? Passiert das, wenn ich Sachen aufmache oder bediene? Okay, das kommt nochmal zurück. Ah! Oh fuck! Was zum... Es kommt alles zurück, was sich hier bedienen lässt. Es ist langsam genug mit Obst, Alter. Zu viele Vitamine sind, glaube ich, auch nicht gut. Suchte nach einer Leinwand. Any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor.
So I used a razor, in fact, and then carefully flayed. Ich wollte gerade sagen, ich will nicht wissen, was das Boom ist. Helped keep my hands steady. Ich hoffe nur, es ist irgendein Leder oder irgendeine Tierhaut. Oh mein Gott, Alter, ich sehe nix. Ich sehe gerade einen Schatten. Was zum Fick? Was zum Fick? Also, ich habe die Tür nicht aufgemacht. Nein, 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 ich weiß nicht, Alter, was da immer, auch immer ist. Okay, was ist denn das da unten? Da rollt mein Knoblauch. Ich hab dich gern. Kann ich da zurück? Ja, ist definitiv ein anderer Raum. Okay, Freunde, das war das erste Kapitel. Shapeless Dreams, gestaltlose Träume. Vor allem jetzt, der hat jetzt gerade, was wir gerade Flamingos. Das sollen keine Flamingos sein, oder? Der hat gerade das benutzt, was wir gefunden haben. Ich weiß nicht, ob das in der Early Access auch schon so offensichtlich war. Sucht er sich hier irgendeinen Scheiß zusammen und benutzt das für seine, für sein Bild? Diese ganzen Items, die wir finden? Oder habe ich das nicht mitgekriegt? Tief durchatmen, denk dran, du bist ein Profi. Es sind nur die ersten Pinselstriche, danach bist du über den Berg. Was ist daran so schwer? Ja, erzähl das mal den Blockaden in deinem Kopf, mein lieber Freund. Wir haben wieder diesen fucking Raum, Alter. Ich mag den... Oh mein Gott, die Fahrstühle. Ich habe immer noch genug von Fahrstühlen seit Outlast. Okay, mach mal bitte zu, das Ding. Nee? Okay, lass offen. Sofern nicht Dr. Akers hier reinkommt. Wir müssen das zumachen, oder? Sonst fährt doch so ein Fahrstuhl nicht. Mach das zu. Ach doch, es klemmt. Na, alles klar. So. Okay, runter damit. Wir fahren in die Höhe, in die Höhe. Wir fahren in die Höhe. Hi. Ich frag mich übrigens, haben wir eigentlich wirklich einen Fahrstuhl im Haus oder ist das, verknüpft er irgendwas? Ist das vielleicht diese Kunstausstellung? Das hatten wir nämlich nicht in dem ersten Let's Play. Zumindest kann ich mich daran nicht erinnern, dass wir irgendwas von dieser Ausstellung, diesem Gebäude, was da in Flammen war, gehört haben. Und was hat es mit diesem Feuer auf sich? Warum ist das hier so schlimm für ihn? Ist er irgendwie von betroffen? Ist deswegen sein Bein irgendwie... Ich weiß nicht, das kann auch nicht sein, oder? Ich glaube, das würde ihn nicht so krass seelisch aus der Fassung bringen. Was war das? Oh nein. Oh nein, wir müssen zurück. Oh Gott, nein! Oh, nicht du, Alter, nicht du! Du bist fucking gruselig, ey! Hallo! Ich habe den Eindruck, dass das Spiel irgendwie dunkler geworden ist. Oh, hier haben wir wieder nur die brutalen Suff-Bilder, ey. Außer er hier. Er ist immer exquisit. Was haben wir da drinne? Ein Schlüssel drauf. Das habe ich schon gesehen. Ja, gib den bitte her. Ach Gott. Sehr geehrter Herr, während ich Ihre Wut sicherlich nachvollziehen kann und ich Ihrer Frau sowie Ihnen selbst nichts als Sympathie entgegenbringe, muss ich jegliche weitere Korrespondenz von Ihnen zu dieser Sache kategorisch ablehnen. Was für eine Sache? Das Hauttransplantat ist eine extrem heikle Angelegenheit. Oh mein Gott, ich weiß was. Gleich. Der von Natur aus gewisses Risiko Scheitern zugrunde liegt. Also vorweggenommen kann ich Ihnen versichern, dass meine Kollegen und ich vom St. Anne Krankenhaus alles in unserer Macht Stehende getan haben, um einen möglichst positiven Ausgang für Ihre Frau zu erreichen. Ich hab's gewusst. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir unter Berücksichtigung des Ausmaßes der Verletzung Ihrer Frau das Bestmöglichste erreicht haben, dass wir erwarten durften. Selbstverständlich haben Sie ein Recht auf Ihre eigene Meinung und ich kann Ihre Enttäuschung durchaus nachvollziehen. Was ich jedoch nicht nachvollziehen kann, ist Ihre Annahme, dass das Schreiben von Drohbriefen an meine werten Kollegen und mich die Situation Ihrer Frau in irgendeiner Weise verbessern könnte. Wie ich bereits geschrieben habe, kann ich sehr wohl verstehen, dass Sie derzeit unter großer Anspannung leiden. Weshalb ich von der Strafanzeige absehen werde, sofern Sie von jeglicher weiterer Korrespondenz Abstand nehmen. Lassen Sie mich ganz klar festhalten, dass keine weiteren Drohungen gegenüber unseren Mitarbeitern, meiner Familie oder mir selbst dulden kann und werde. Für den Fall, dass Sie Ihre Hilfe im Psychologenanspruch nehmen möchten und meine Assistenz Ihnen die Kontaktinformationen mehrerer Spezialisten geben, die Ihnen bestimmt gerne kompetente Hilfe anbieten werden, um Ihnen durch die anstrengende Zeit zu helfen. Mit freundlichen Grüßen sowie den besten Wünschen für Sie und Ihre Frau, Dr. Matt William H. Green. Ich weiß es, glaube ich. Ist das der Plot? Bei dieser Ausstellung, bei diesem Event,
gab's einen Brand und dabei ist die Frau verletzt worden, oder? Die Frau ist verletzt worden und wahrscheinlich durch die Flammen schwer entstellt worden. Deswegen auch diese abgefuckten Bilder hier überall von der Frau teilweise. Ist es das? Und daraufhin dreht ja Gute hier durch, deswegen erscheint ihr auch immer als Geist. Die Frau in Schwarz und er connectet das irgendwie zu einer Figur, die er wahrscheinlich mal gezeichnet hat. Ich weiß es nicht genau. Das könnte auf jeden Fall sein, aber was hat es denn noch mit den Ratten auf sich? Uns fehlt immer noch die Tochter in dieser Geschichte. Was ist mit der Tochterphase? Wir wissen es nicht. Okay, aber wir spielen noch schon eine halbe Stunde, ey, krass. Die Zeit... Ein Seil. Das hat auch was zu bedeuten. Das ganze Spiel ist auch so mega... drückend, suizidal. Suizidal irgendwie. Was für ein Hund? Was für ein Hund? Kleiner? Oh, bei Fuß, bei Fuß. Okay, die Flammenhölle. Das hat wirklich... Okay, das Feuer, was ausgebrochen ist. Ich weiß nicht, ob in diesem Haus oder... Das war wirklich irgendwie der Ausgangspunkt. Okay, so, jetzt kann ich hier wieder in deinen Schlüppern rumwühlen. Ich erinnere mich an diese Stelle. Vielleicht kriegen wir die Tür auch so auf. Ich hatte ja gedacht, das mit den Ratten hat irgendwas mit der Pest zu tun. Ich weiß nicht ganz, in welcher Zeit das Spiel spielt. Das stand wahrscheinlich auch irgendwo war eine Jahreszeit datiert, meine ich. Aber das wirkt doch alles sehr altertümlich. Es kann nicht rückgängig gemacht werden. Und wieder eine Connection zu der Feuerstory. Ich weiß es nicht genau. Was hat es mit der Pest... mit der Pest auf sich? Ist das, was unserer Tochter widerfahren ist? Sind einfach mal alle unsere Liebsten... Oh, fuck, Alter. Was? Es kann nicht rückgängig gemacht werden. Und das Spiel hat seine... Das ist ein Spiegel. Das hat so eine krasse Symbolsprache. Oder eine Art... Okay. Der Spiegel, der dir die abgefuckte Seite der Welt vorhält. Es ist unglaublich. Es ist so mega... Movie Magic in einem Spiel. Es ist unglaublich gut gemacht, ey. Ja, weil wieder diese Ratten zur Hölle. Mause fallen. Wir haben hier wahrscheinlich auch noch das ein oder andere schwierige Rätsel, als wir das vorher hatten. Ich habe mich so ein bisschen... Make up your mind. Okay. Ich habe die Kommentare durchgelesen zu dem Update oder die neuen Reviews. Also ohne mich zu spoilern natürlich, was das Ende angeht, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich will ganz unvoreingenommen hier rangehen. Ich weiß nicht warum, ich habe irgendwie gerade das Gefühl, dass die Early Access Version eine dichtere Atmosphäre aufgebaut hat. Das kann natürlich auch daran liegen, wie ich gerade drauf bin. Und dass es einem im zweiten Mal alles nicht ganz so krasse Angst macht, zumindest noch nicht. Aber noch ist ja auch nichts Schlimmes passiert, Alter, du bist ekelhaft. Ist das unsere Frau? Unsere Tochter ist ja scheinbar noch klein. Das heißt, die kann das wahrscheinlich nicht sein. Geh auf. Okay, haben wir hier was? Nee, nur irgendwelche alten Zeichnungen, Skizzen und so weiter. Es ist vor allem beruhigend, dass wir überall das Licht anmachen können. Immer wieder haben wir dieselbe Symbolik überall. Immer wieder Weinflaschen, immer wieder sich wiederholende Muster. Eine gewisse... Oh! Fuck, Alter, Schwede! War ich gerade mal ein bisschen gespuckt, Alter. Mit dieselben wiederkehrenden Mustern, die immer schlimmer und schlimmer werden. Oh, da gehe ich noch nicht lang. Okay, da können wir nicht rein. Warum machst du deine Tür rein? Dann da. Shakespeare, bitte lass mich nicht im Stich. Da bist du, ich hab's gewusst. Und vor allem, glücklicherweise ist das Spiel relativ linear. Das heißt, man kann immer nur an einer Tür raus. Oder zumindest eine Tür ist der richtige Weg. Ich hasse nämlich vor allem das bei Horrorspielen. Das macht mich mega unsicher, wenn man einfach durch mehrere Türen gehen kann, mehrere Flure hat und so weiter. Aber er kennt ja meine Orientierungsfähigkeit. Okay, wir haben auf jeden Fall schon... Also ich meine, gut, dass wir elektrischen Strom haben, war ja klar. Das heißt, so krass viel... Da sitzt ein Baphomet, Alter. Da sitzt der Teufel.
Das heißt, so alt kann das nicht sein. Also so lange her kann... So weit zurück kann die Zeit des Spiels hier nicht liegen. Ist aber nicht die feine englische Art, oder? Findet ihr nicht? Wir sind doch Gentlemen. Wir sind an der Papyrus GmbH tätig. Oder zumindest hatte ich das vor. Bevor mich ein entsetzlicher Unfall hierzu trieb. You want this as well? Du willst es doch auch? Willst du es auch? Ich weiß nicht. Ich bin mir absolut nicht sicher, was ich will. Ah! Fuck you, alter Schwede! Rollstuhl-Jumpscare ist auch mal was Neues. Ich bin überhaupt nicht sicher, ob ich hier irgendwas wollen würde. Hallo, Shakespeare? Du vermagst es nicht mehr, mich zu beruhigen, Alter. Die Angst ist real. Oh nein. Okay. Ich bin ganz froh, dass abgeschlossen ist. Ich glaube, ab jetzt habe ich mega Angst, mich umzudrehen. Was? Warum nicht? Wollt ihr mich verarschen oder was? Also, das ist der absolute Mindfuck. Es ist super schlimm. Und es wird noch viel krass. Da haben wir wieder das Seil, oder? Da liegt wieder ein Seil, ey. Ah! Irgendwer hat sich die Frau umgebracht oder haben wir uns umgebracht? Ist das so unser Weg in den Selbstmord hinein? Ich weiß es nicht. Lass mal nicht machen. Hier will ich auf jeden Fall schlafen. Wenn das das Gästezimmer ist, möchte ich nicht gerne Gast bei dir sein, mein lieber Freund. Okay, was haben wir hier? Schlüssel. Schlüssel sind immer gut, vor allem die massiv... Hört auf damit, ey. Ah! Licht, 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 Kerzen, Kerzen. Warum? Die kann man anmachen. Die kann man... Nö, nö, mach die an, bitte. Ja, Mama, ich komme gleich zum Essen. Hör auf an meiner Tür zu kratzen, Alter. Oh Gott, nein. Bleib draußen, bleib draußen. Ich bin nackt. Dankeschön. Gehst du mal bitte weg, Alter? Tja, das Schwarze verzieht sich. Das ist übrigens... Alter, ey. Das ist übelst ekelhaft. Es ist übrigens auch das, was ich mit der Pest hier erwähnt habe, weil diese Symbolik doch sehr in so schwarze Fleckenrichtung geht, ne? Die schwarze Pest, sagt man ja auch. Ich wusste es! Du kleiner Kunst... Bah! Banause, Alter! Finne, wer wirft denn hier mal mit Scheiß nach mir? But those stairs. With that leg of mine, I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in. Und du weißt, was dann im Schlafzimmer passiert, ne? Trotz, dass eins humpelt, habe ich immer noch zwei Beine, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, der war schlecht. Okay. Ich meine zwei übrige Beine. Ach, jetzt habe ich den versaut, hä, der Maulsef. Ich habe das wieder. Mit diesen komischen schwarzen Flecken überall. Hallo? Ich sehne mich ein wenig nach Gesellschaft. Und in dem Moment, wo ich das gesagt habe, bereue ich es auch schon wieder. Okay, hier haben wir das Schlafzimmer. Wo sind deine Brüste hin? Hat man das nicht schon mal gerade? Oh ja, das Lied. Ey, seitdem ich das gespielt habe, seit ich Layers of Fear gezockt habe, ist mir dieses Lied hier im Ohr. Passt mal auf. Das hier drauflegen. So, ja. Das gibt's übrigens auch für Konsole, das Game. Ich stelle mir das aber irgendwie blöd vor mit diesen ganzen Mechanismen hier. Ich weiß nicht, wie sie das da gelöst haben. Ob das dann hakelig ist oder ob das gut umgesetzt ist, weiß ich ja nicht. Oh, ich gehe mal lieber in die Ecke, Alter. Das ist so Outlast-Style, irgendwie die Musik. Fuck, Alter. Das Ding ist, ich kenne teilweise die Szenen, ich kann mich teilweise erinnern. Aber ich weiß nicht, was die hier eingebaut haben, was mich noch mega schockiert. Ich glaube, den Rollstuhl habe ich beim letzten Mal zum Beispiel nicht abgekriegt.
Ach so, die ganze Symbolik, ey. Okay. Weiter, weiter, weiter. Nochmal? Ich möchte es unbedingt nochmal hören. Geht es weit? Ach nee, hier. I needed a jar and a Hallo? Tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled fuck, my ey. Mouth. Das ist so ekelhaft. Then put the tube in the jar and it just kept coming. The taste of copper haunted me the entire night. Oh, Alter. Why didn't I think of a syringe? Oh, was? Das ist übelst. Okay, der Spiegel ist auch schwarz. Das ist übelst. Was hat er? Hat er vielleicht Schmerzen im Bein? Oder tut er sich einfach weh? Oder ist das wieder ein Teil des Bildes? Mit seinem eigenen Blut gemalt? Es wurde doch. Was war doch vorher die Rede von einem Meisterwerk, was er unbedingt vollenden muss? Was sozusagen der einzige Zweck in seinem Leben noch ist, oder was er zu seinem einzigen Zweck gemacht hat. Das war auf jeden Fall kürzer. Nochmal? Du kannst nicht genug davon kriegen, oder? Ich weiß nicht, was dieser Knopf macht. Okay, ist ein anderes Lied. Ja? Okay, der Schleier der Zwietracht verzieht sich und der Raum erstrahlt in ganz neuem Glanz. Ob uns das was nützt? Ob es unsere Seele bereinigt? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob das sozusagen das teilweise auch die Wirkung irgendwie die der... Können wir uns sehen? Wir können uns nicht sehen, das ist schade. Die der Alkohol teilweise auf uns hat, die Dinge für einen kurzen Moment scheinbar so pseudoartig wieder gut zu machen. Oh, krass. Prothesendiebe, nimmersatte Bastard, der kann mir keine neue kaufen. Warum das beschissene Bein? Alter Holzwürmer. Boah, das ist übelst, das ist dezent widerlich, ne? Hallo? Are you out of your goddamn mind? What did the doctor just say about straining yourself? You can barely hold a comb. Leave that damn thing alone. Das hat er zu seiner Frau gesagt, oder? Das war eine Erinnerung gegenüber seiner Frau, nachdem der Unfall passiert ist. Und sie kann es nicht, weil sie Schmerzen hat oder weil sie halt entstellt und verletzt ist und so weiter, weil sie halt schwere Folgen von diesem Brand davon getragen hat. Und sie wollte sich wieder künstlerisch betätigen. Sie war doch Musikerin. Der setzt sich jetzt alles zusammen, ey. Das ist übelst krass. Die drehen hier alle völlig am Rad. Heftig. Okay. Ich glaube an mir nicht tatsächlich, dass sich hier jemand umgebracht hatte und... Da haben wir wieder ein Kapitel abgeschlossen, scheinbar. Okay, es sollten doch keine Flamingos sein. Hat er jetzt hier mit dem Blut drauf gemalt? Boah, ich weiß es nicht, Alter. Ich will es gar nicht wissen. Ich will es nicht wissen. Form emerges. Die Form zeichnet sich ab. Wovon denn eigentlich? Ist das jetzt kurz nach dem Unfall? Dreht er jetzt durch? Dürfen wir hier rein? Nein, dürfen wir nicht. Wie es aussieht. Fuck, Alter. Ich glaube, dass dieses ganze Spiel einfach mal eine völlig wirre Reise durch unseren eigenen Verstand ist, der versucht, die Dinge in Ordnung zu bringen und immer wieder auf Erinnerungen und schlimme Ereignisse stößt. Sachen, die verwahrt bleiben. Entschuldigung. Ich bin nicht der Klavierspieler. Das ist wahrscheinlich der Grund. Okay, können wir hier irgendwie raus? Können wir hier irgendwie weiter? Nein, du blockierst den Weg. Warum? Müssen wir irgendwas finden?
Müssen wir vielleicht wieder zurück? Wir können wieder zurück. Okay. Oh nein. Was steht da? Creators Block. Kreative Blockade. Ja, das kennen wir ja. Fuck it. Also ich hoffe, ihr habt keine Klaustrophobie. Das ist mega abgefuckt. Ey, hört auf. Alles klar. Man darf auch, glaub ich, nicht zu viele Fragen stellen. Da ist er. Jetzt fängt das an mit diesem Gang. Mit diesem völlig verrotteten Haus. Und ich weiß nicht, was es bedeutet. Ich weiß nicht, was das... What the fuck? What the fuck? Was so... Alter, ist das krass, ey. Ah! Anklopfen hätte es auch getan, meine Herren. Da haben wir wieder dieses Bett. Und eine verschlossene Truhe und wieder diesen Schreibtisch. Können wir da was finden? Nein, können nicht an das Bild ran. Dort vielleicht? Da ist auch nichts drin? Das sollten wir wahrscheinlich auch nicht erreichen. Und hier? Nichts. Kein Fetzen der Erinnerung. Ich weiß nicht, ob es mir gefällt, dass es jetzt gerade zu karg wird. Es ist scheinbar noch vor dem Einzug. Das ist auch eine Vermischung der Zeit, nicht nur der Räume insgesamt und das, was mit den Räumen passiert, sondern Restless Memories, rastlose Erinnerung. Sondern auch einfach Wein, noch mehr Alkohol. Ruhelose Andenken, okay, so könnte man das auch übersetzen. Ah! Heiliger Fick! Ich... Alter... Ich kack mir gerade ein bisschen ein. Red Thoughts. Ach so, was... Ich weiß es nicht, kranke Erinnerungen halt auf jeden Fall. Okay, schwarz. Dort, die Tür. Können wir da ran? Nein, können wir nicht. Sind wir irgendwie... Licht, der Lichtschalter. Irgend sowas ist es... Ist es immer. Diese ganzen kleinen Details, auf die man hier achten muss. Viel mehr noch als in irgendeinem anderen Spiel. Und das führt dann im Endeffekt dazu, ob du nachher schlauer bist, an dem du das Spiel gespielt hast. Du kannst nämlich auch durchkommen und, glaube ich, einfach nichts begreifen. Aber ich weiß nicht, ob das der Sinn ist. Okay, da ist nichts mehr drin. Wir haben hier eine Tür. Der Raum hat sich gedreht. Ja? Oh, krass. Krass. Und immer werden diese... Oh nein, ey. Wieder ist das jetzt eine Entscheidungsmöglichkeit? Oh, tatsächlich? Ich weiß nicht wohin. Ich kenne das nicht. Immer werden diese ganzen Sachen völlig ins Absurde, völlig ins Abstrakte überspitzt. Ich mach mal hier zu, Alter. Ich hab gar keinen Bock, dass hier was reinkommt. Schwachköpfe, Idioten, Ignoranten. Okay, wer denn eigentlich? Hallo? Wer labert denn hier eigentlich? Was stand... Ugly. You ordered a true portrait, so that's what I painted, you fucking plant. Maybe I need to kick some artistic sense in your stupid face. Oh, krass. Okay, er hat sich also durch dieses schlimme Ereignis, wahrscheinlich durch den Brand und durch seine Frau und was immer mit seiner Tochter war, irgendwie auch verrannt in seiner Arbeit. Er ist einfach der Mega-Zyniker geworden. Eine kreative Blockade und so weiter. Und das ganze Leben läuft aus dem Ruder. Ich glaube, das steht das Spiel da. Wenn ich ehrlich sein soll. Was ist das? Ein neumodernes Telefon? Ich kenne das nicht. Die Stelle kenne ich nicht. Die ist neu. Oh mein Gott. Hi. Oh nein. Going in circles. Pökels. Fuck, Alter. Wie kann ich das durchbrechen? Okay, ich kann... Vielleicht ist hier was drinne? Ist das tatsächlich ein Telefon? Vielleicht sollte ich mal anders herumgehen?
What the fuck? Also nein. Oh mein Gott. Ich habe gerade übelste Gänsehaut, ey. Was? Das können wir nicht aufmachen hier. Wir können uns auch nicht irgendwie ducken. Wir haben ja ein schlimmes Bein. Wir müssen einfach weitergehen, oder? Mach das auf! Da ist immer noch nichts drin, scheinbar. Ja, ja, ja. Müssen wir irgendwas machen oder müssen wir... Fuck, Alter. Müssen wir irgendwie einfach weitergehen? Ich weiß es nicht. Ich gehe einfach weiter. Ich gehe einfach mal weiter. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Okay, nee, wir müssen irgendwas machen. Das wiederholt sich nur. Ich weiß nur nicht genau was. Hier klingelt was. Können wir hier... Als das Porträt? Das Bild, ist da was drauf? Vielleicht müssen wir anders rumgehen. Hängen diese Bilder schon immer hier? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Ist da was drin? Da ist nichts drin. Okay, Freunde. Das erste Mal, dass ich nicht wirklich... Ja, hier weiterkomme, aber das... Scheint irgendwie das Rätsel die Lösung zu sein. Oder? Ich weiß es nicht. Sind wir jetzt wieder am Anfang? Hallo? Okay, haben wir das jetzt gerade... Haben wir das jetzt gerade zurückgedreht? Moment. Okay, das war ja nicht Sinn und Zweck. Moment. Moment. Aber was? Was zum Verfluchten? Ey, das fickt meinen Kopf, ey, ganz ehrlich. Das ist zu krass. Okay, warum nicht gleich eine Tür hier? Damit wir da durchlaufen müssen. Ich verstehe schon. Das sieht übelst geil aus, ey, mit diesem Glaseffekt hier. Ah! Fuck! What the fuck? Das war das Bild von oben aus dem Kinderzimmer. Ich hab's ja gesagt, mit diesen wiederkehrenden Elementen. Okay, mein neuer Fahrstuhl. Neues Glück. Aber ich bin nicht so sicher. Glück für euch wahrscheinlich. Noch mehr Lacher, noch mehr Brainfucks. Scheiß Tür. Okay, Feuer frei. Ah. Ich hab es unwissentlich gedrückt hier gerade. Ich wollte das nicht. Kann ich mich hinsetzen, bitte? Ich hab doch ein schlimmes Bein. Ich spiel schon fast eine Stunde, ey. Nein, bitte nicht hier. Bitte fahr noch ein bisschen weiter. In der Hoffnung, dass ein hellerer Raum kommt. Und unsere Sinne beglückt. Da geht dann noch Stapel von Briefen. Wahrscheinlich irgendwelche Unterlagen. Was zum Teufel? Nicht bezahlte Rechnungen und so weiter. Okay. Okay. Gibt's hier noch irgendwas? Ja, tatsächlich. Das Badezimmer. Ich möchte hier raus. Ich will da nicht baden. Ich habe es mir gerade anders überlegt. Nö, ich bin doch eigentlich noch ganz frisch, oder? Es war nur die Toilette, die komisch gerochen hat. Silent Floaters. Fernabor. Was? Stille Schwimmer, sie verstopfen ihren Abfluss. Fell im Wasser. Keine Bäder für mich. Die haben hier definitiv eine Rattenplage. War das mit der Tochter? Was war das mit der Pest? Ich glaube, ich verstehe das mit dem Brand und mit der Frau. Zumindest so, wie ich es vorhin erklärt habe, aber das mit den Ratten ist mir absolut schleierhaft hier gerade. Okay, Lichtschalter. Ist das jetzt an? Nee, scheinbar nicht. Weiß ich nicht. Ich will die nicht sehen. Die Frau kommt gleich, oder? Das sind auf jeden Fall, hier sind, kommen gerade immer mehr Räume, die ich nicht kenne. Also immer mehr Durchgänge auch. Wo ich nicht einordnen kann, was die bedeuten sollen. Ich weiß gar nicht, ob wir hier gerade durchrushen oder ob das noch okay ist, aber so viel scheinen wir ja gar nicht zu verpassen. What the fuck, ey. Okay, wieder zurück. Du führst mich an der Nase herum, ich weiß schon. Das ist absolut Trolling hier, das Game. Können wir rein, da können wir weiter. Das kennen wir nicht. Weiß noch nicht, was das darstellen soll. Und jetzt hier wieder in dem Keller.
Da haben wir wieder dieses komische Ding. Ich weiß nicht, was das ist. Ach so, ich hab's schon rausgefunden. Ja, ein Waschbecken. Alles klar. Okay. Und scheiß auf die Wasserrechnung mal. Ich hab grad andere Probleme. Fuck, also. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, zu viel Wein. Zu viel Wein, Intus. Nein. Mhm. Oh Gott, das ist, oh ey, das ist mega Augenkrebs, Alter. Ich wollte gerade sagen, das sah ja eigentlich fast schön aus. Nee, nicht im Keller, ich will nicht im Keller. Gibt's hier einen Lichtschalter, bitte? Ja, Freunde, so haben wir den Pussy-Modus aktiviert. Ich glaube aber, das Böse wird nicht vor einer erleuchteten Glühbirne hier halt machen. Also schwer im Gefühl. Hallo? Hallo? War das richtig? Ich habe keinen Plan. Ich drücke ja einfach wahllos Tasten. Das hat er sonst nie gemacht. Okay, es spielt jetzt von der... Krass, Alter. Das ist teilweise nicht creepy. Es ist einfach nur so... Was passiert hier? Und du versuchst das eigentlich die ganze Zeit zu interpretieren, während du auf die Sachen aufpassen musst, vor denen du dich eventuell fürchtest. Okay, ich kann mich erinnern. Drangling Dads, baumelnder Abscheu, geduldig, durstig, pettige Blutegel, ängstlich hochzuschauen. Das war aber ein schönes Gedicht. Was? Ich hab's wieder nicht gesehen. Ich hab grad wieder nicht gesehen, was passiert ist. Das war auch schon in der Early Access so. Okay, das Ding wird ungemütlich. Ich weiß... Was? Steht da was? Nee, da liegt bloß irgendwas. Macht euch weg. Können wir das ausmachen? Können wir das anmachen? Können wir wieder hoch? Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Plan. Okay, lass uns dann mal wieder hochgehen. Haben wir jetzt hier alles erledigt unten gerade? Was ist das, was wir tun sollten? Das mit den Ratten? Ich glaube, es war schon lange nichts mehr bezüglich des Brandes. Okay, das war's doch nicht. Das war's nicht. Was kann man denn sonst machen? War da noch irgendeine Tür? Da hinten? Ist da die Tür zu diesem einen Raum? Wahrscheinlich nicht. Nee, es ist bloß das Piano. I needed to remove the flesh from the bone. At first I was lost as to how. But then I sawed it off. Oh Mann. Boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one. Obviously, this was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely under. Tatsächlich. Okay, die irgendwie sind die Soundfiles nicht ganz so richtig, werden die nicht vollständig abgespielt. Ich weiß es jetzt auf jeden Fall. Wir müssen immer pro Kapitel eine Sache finden, die er für sein Bild verwendet. Ich weiß nicht, ob es an der englischen Übersetzung lag. Also an dem nur englisch vorhandenen Text, dass ich das beim letzten Mal nicht gecheckt habe. Ich kann es nicht genau sagen, aber jetzt begreife ich das auf jeden Fall. Wahrscheinlich hilft mir das Deutsch ein bisschen. Ich glaube, die Texte sind nicht anders, aber ja, manchmal, selbst wenn man gut Englisch kann, haben wir das abgeschlossen. Ich wusste, dass man findet immer irgendwas, bevor wir wieder an dem Bild rummalen. Das müsste jetzt weißer werden. Es wird immer mehr ein Gesicht. Wetten, es ist ein Porträt. What if you fail? Was ist, wenn du versagst? Ich kann mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern. Hier haben wir die ganzen Sachen, diese Haut. Boah, ich will auch gar nicht wissen, wovon das die Haut oder der Knochen ist, ganz ehrlich, ey. Ist da irgendwas mit seiner Frau gewesen? Ich will diesen Gedanken gar nicht zu Ende führen, ehrlich gesagt, weil das verstört mich mega. Ich meine, ich traue dem Spiel das zu, abgefuckt zu sein bis zum geht nicht mehr. Selbstsüchtig. Da haben wir den Begriff. Was stand da? Ich habe es nicht gelesen. Ich glaube nicht unbedingt was Positives, oder? Ich glaube, es ist so ziemlich gar nichts mehr positiv in diesem Game. Ignoring her. Ignoriere sie. Aber war das...
Oh fuck, war das nicht das, was mich hierher getrieben hat? Alter. Boah, was hast du dazu gemacht, Alter, für Schweinereien, sag mal? Sollen wir hier rein? Nee, ne? Ist nichts. Wo bist denn du hin? Ja, aber... Bandage... Cut the crap and tell me how bad it is. No, no. It can't be her. She looks like a corpse. Oh, okay. Das sind die Bandagen, die um das Gesicht der Frau waren. Nach dem Brand. Das stimmt also. Alter, das ist absolut ab... Das ist übelst verstörend irgendwie. Wird mir auch gerade ein bisschen schlecht, muss ich sagen. Vor allem, ey, die hat doch das gehört, oder? Kein Wunder, ey. Da würde ich mir, glaube ich, auch irgendwie, weiß ich nicht, einen Strick nehmen oder so. Was? War sie vielleicht schwanger? Ist das das Symbol dafür? War sie schwanger, als das passierte? Das hat natürlich die Sache nicht gerade verbessert. Jumpscare. Schatz, ich liebe dich immer noch, egal wie du aussiehst. Ah! Alter, ich wusste es. Oh. Brüste. Oh, alles klar. Ich meine, machen wir wenigstens einen positiven Aspekt. Ich hab mich geirrt. Es gibt doch positive Sachen an diesem Game. Und in dieser Erinnerung. Wobei sexy natürlich etwas anderes ist, aber nun ja, da scheiden sich ja die Geister, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Scheiden, Geister. Oh Gott. Was? Was? Das kenne ich auch nicht. Ich trete in den Kreis der Verdammnis? Passiert jetzt irgendwas? Oder ist das wieder ein Symbol, dass alle Dinge im Endeffekt zusammenkommen? Und, ja, keine Ahnung, kein Plan. Wir können hier die Kerzen anzünden, das finde ich schnuckelig. Was ist das? Was ist das? Was hängt denn da? Wo guckst denn du hin, Mann? Nirgendwo hin, ne? Ich verstehe schon. Was zum... Was? Wie gesagt, diese Symbolsprache. Ich probiere immer. Oh, stop looking at me like that. Flachmann. It's just a little something to help me focus on my work. That's all. Ich glaube, der hatte schon, bevor das passiert ist, ein Alkoholproblem irgendwie und dann ist es ausgeartet. Wie gesagt, die Symbolsprache mit der Tochter jetzt gerade irgendwie, dass sie. Ich dachte gerade, da steht PT oder sowas, aber ich glaube, das ist was anderes. Oder vielleicht so ein Easter Egg, keine Ahnung. Fuck you. Dass sie vielleicht irgendwie unerreichbar ist, dass wir sie ignorieren, dass wir die Tochter nicht mehr lieben können oder sowas. Läuse, Mäuse, kahle, blutige Stellen, Haare nicht meins, wo ist die Schere? Ich glaube, das sind einfach so Übersetzungssachen. Vielleicht sollte ich das nicht mehr, diese Sachen nicht mehr übersetzen. Wein doch nicht, mein Schatz. So wein doch nicht. Ich bin doch da. Ich schwöre, ich bin jemand anders. Es sieht so krass aus. Das ist alles übelst. Manche Sachen verstehe ich aber auch irgendwie einfach nicht. Oh Gott, das ist der Kopf. Oh mein Gott. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Manches ist zu verdreht. Das ist dann wahrscheinlich auch irgendwie der Selbstschutz. Ich hab keine Ahnung, wo wir hin. Ah! Heiliger! Das ist dann wahrscheinlich auch irgendwie der Selbstschutz, dass man alles hinter Symboliken versteckt. Ich weiß nicht, was habe ich falsch gemacht? Wir sind wieder in diesem verkackten Raum, ey. Kann ich das jetzt nochmal machen oder? Ich würde gern noch in den anderen Raum gehen, vielleicht. Ich hab das nicht gefunden, was da drin ist. Du gibst mir keine Chance mehr, ich sehe das schon. Das ist alles neu. What the fuck?
Oh nein, das bereue ich gerade ein bisschen. Ich würde doch alles sehen eigentlich. Ich würde doch alles entdecken. Oh, zum Glück liegen die Sachen hier immer oben. Vereinen Sie sich mit Ihrem Partner, bauen Sie Ihre Beziehung wieder auf, entdecken Sie Freuden Ihrer Ehe wieder. Lassen Sie die Flamme wieder aufleben. Oh, Alter, ist das zynisch. Oh mein Gott, ey. Das war nach dem Unfall. Sie haben auf jeden Fall versucht, Ihre Ehe zu retten, aber das ist natürlich krass. Zerbrochenes Herz. Was bitte? Können wir das nochmal wiederholen? Können wir da nochmal bitte drüber sprechen? Kann ich da bitte ein Wörtchen mitreden? Ich weiß ja nicht, was ihr machen würdet. Ich weiß nicht mal, was ich machen würde in so einer Situation, wenn meinem Partner das widerfährt. Talking behind our backs. Rede. Was? Ich hab's gesehen. Leugne es nicht. Ich hab dich im Auge, Alter. Ich hab dich im Auge. Mach das nochmal, bitte. Was hast du da gesagt? Du verarschst mich. Oh, also. Wie gesagt, ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn meinem Partner das zustoßen würde. Es ist auch keine Frage von richtig oder falsch, aber vielleicht doch. Was ist los mit dem Bild? Was ist Phase, Alter? Okay, wahrscheinlich gar nichts. Dinge, die mich zurückhalten irgendwie. Aber ist es das? Die Frage ist, ist es was Schlechtes in dem Spiel? Oh. Ah, ich kann zoomen. Das wusste ich noch gar nicht. Dieser Aspekt, dass einen Dinge zurückhalten. Das, was einen zurückhält, könnte ja auch die alte Liebe sein. Das kann ja dann was Positives sein. Oder dass sich verfangen in alten Erinnerungen, nicht das Neue zu akzeptieren. Das ist irgendwie so fraglich. Was zum Teufel? Hier war ich doch gerade. Nein, mach das nicht mit mir. Ich möchte das nicht. Okay, irgendwas haben wir hier. Irgendwas muss man suchen. Bin nicht sicher was. Ich weiß nicht was. Der Teddybär? Ist es der Teddy? Nee, der Teddy ist es nicht. Okay. Und zurück zu? Nein, können wir nicht gehen. Warum nicht? Dort, das einzig bebilderte Buch. Haben wir hier vielleicht irgendwas? Okay, gut, das ist jetzt mal eine kleine Suchaktion hier, Leute. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Was ist da? Ah! Ah, fuck, was zum Teufel? Holy fuck, hör auf! Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ah! Hör auf zu lachen, hör auf mich auszulachen. Ich bin in einer denkbar schlimmen psychischen Verfassung. Aha. Spielen wir eine Runde Schach, oder was? Oh nein. Bitte keine Puppen, Alter. Okay, wir haben keine Tür. Das ist semi-beruhigend. Was ist das? Keine Ahnung. Wir haben irgendwas, das wir aktivieren können. Erstmal wieder Licht anmachen, bevor es gleich dunkel wird. Ich glaube, das ist generell eine gute Idee. Irgendwas hinter dem Vorhang? Nein, sicherlich nicht. Okay. Ah! Fucking shit, Alter. Wer bist du? Alter, da sitzt was. Da sitzt was. Was? Oh, fuck you, Alter. What the fuck? Oh mein Gott, was? Ja! Ich möchte nicht mit euch spielen. Nein. Ich hasse Puppen. Scheiße, wo ist die Tür? Alter, hör auf! Oh mein fucking Gott. Mein fucking Gott, ich hab Angst. Wir haben immer noch keine Tür. Nice! Richtig nice! Wo kommt man jetzt hier raus? Kommen wir überhaupt raus? Was ist da? Was? Was zum... zum verfluchten Teufel, Alter. Okay. Töchterchen! Alter, ich will dir überhaupt nicht folgen. Du kannst mir gestohlen bleiben. Ganz ehrlich, Alter. Boah.
Warum machst denn du sowas? Boah, ey, das ist übelst furchtbar, ey, ganz ehrlich. Was ist das? Ey, hör auf damit! Junges Fräulein! Gehst gleich ohne Socken ins Bett! Wo muss ich denn hier hin, ey? Boah, das sieht... Ach du fuck, ey, das sieht vor allem übelst gleich aus. Oh mein Gott. Und, ich gehe hier einfach mal weiter. Okay, da ist rot. Da ist rot. Sind wir hier richtig? Vielleicht? Oh, Alter. Das ist so creepy, ey. Das ist so... Oh mein Gott. Hallo, Kleines. Wenn ich irgendwas wieder gut machen kann, dann sagst du mir... Ich überleg mir das nochmal, ne? Ich will das gar nicht wieder gut machen. Lass mich in Ruhe. Oh Gott, es tut mir leid. Egal, was ich getan habe. Egal, was dir widerfahren ist. Alter, das ist übelst krass. Das ist so krank, ey, ganz ehrlich. Boah, ey. Ich bete dafür, dass ihr gerade keine Epilepsie habt. Ich frag mich, was das ist. Sind das die Todesszenen? Sind wir jetzt gestorben? Oh nee, wir sind wieder in diesem... Wir sind wie... Hä? Nee, wir sind in dem anderen Raum. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was richtig ist. Das Ding ist, ich kann das auch immer gar nicht so als Todesszene irgendwie einordnen. Dankeschön. Wer ist das? Sind wir das? Hat das unsere Tochter gemalt? Sind wir das Monster? Ich weiß nicht, was das darstellen sollte. Irgendwie Messer oder sowas? Oh Gott. Hi, Kleines. Du bist ja süß. Darf ich das mal sehen? Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter, was zum... Das kommt aus der Tür, oder? Mama! Oh Gott, oh Gott. Ja, ich will da auch nicht rein. Bitte lass mich weiter. Out while you're ahead. Was? Ja, gib auf, wie immer. Alter, krass. Jetzt haben wir wieder so einen bedächtigen, traurigen Part. Wir sind immer durchgestrichen. Wir sind immer irgendwie das Monster, das Seelenlose. Wir sind immer irgendwie schwarz. Irgendwie unwirklich, nicht liebenswert. Oh nein, der Kinderzimmerteil. Ich erinnere mich grob. Das ist... mit Abstand eines der schlimmsten Szenen. Okay, wir müssen irgendwas finden. Ich bin mir nicht sicher, was. Ja, weiter. Okay, nichts passiert. Wir haben irgendwas, was wir in diese fucking Spieluhr in der Mitte stecken müssen. Da, das Ding. Zum Aufziehen. Okay. Okay. Rein damit. Können wir vielleicht die Tür zumachen? Danke, und sollte bitte niemand stören. Ich kann nichts dafür, was gleich passieren wird. Ich finde das immer so krass, so niedliche Sachen in so eine übelst eklige, gruselige... weiß ich nicht, das so völlig umzukehren, die Emotionen. Das finde ich super schlimm. Hallo? Hi, allerseits. Na, auch am Start? Kleines Hündchen. Kein kleines Hündchen? Okay. Okay. Ach, fuck. Einmal Stoßlüften, bitte. Ich weiß nicht, was das jetzt. Irgendeine Puppe. Alter. Hör auf. Mach, dass es aufhört. Was? Glückliche Familie, ich verstehe. Oder auch nicht.
Es rückt alles in immer in weitere Ferne. Talentlos. Little babies, the night is dark. Stars fade above you, the room goes dark. Oh nein. Mama used to come to tuck you in. Oh fuck. Alter, das ist so krass. Now she's nowhere to be seen. Sie ist nirgendwo mehr, wo man sie sieht oder erreicht. Ah! Dankeschön. Das war ja ein Abenteuer. Okay. Wie diese ganze Rattenschall, hat er das gemalt? Flauschige Fälscher lachen über mich. Sie liegen still zwischen Spielsachen. Kein Spielzeug erlaubt. Das war definitiv, die Ratten haben was mit der Tochter zu tun. Was noch erschwerend hinzukommt. Okay. Doch nicht? Wir müssen... Da, genau. This was a special brush. Like a horsehair brush, but different. At that point, I hesitated. Will this really work? Fuck it. I was already halfway through, and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. Das war der Schopf oder der Zopf seiner Tochter. Also, das ist übelst, die muss dann schon... Ah! Ich hab's vergessen. Und genau in dem Moment, wo es passiert ist, ist es mir wieder eingefallen, ey. Oh, Junge. Okay. Wir wissen nur mal nach einem Gegenstand. Malen wir weiter. Gun. Ist damit die Tochter gemeint mit Gun? Ist sie weg? Ist sie tot? Gott, okay, wir wissen auf jeden Fall, es wird ein Porträt. Da sieht man, was ich meine mit farbenfroh. Das sieht so krass aus, ey. Also es ist eigentlich schön, wenn es nicht so unheimlich creepy wäre. Okay, weiter geht's. Links oder rechts, Freunde? Es ist leider kein Stream. Ich wünschte, es wäre einer, dann könnte ich euch fragen. Aber wir können das bereits. Wir müssen einfach weitergehen und dann hoffen, dass die Dinge wieder in Form kommen. Nein. Bitte, aber alleine. Ich bevorzuge an diesem Punkt des Games wirklich irgendwie die Einsamkeit, muss ich sagen. Obwohl das zynisch ist. Es kommt immer mehr zurück. Und wir wissen, wenn wir zurückgehen, dann werden wir das wieder... Da waren eben noch keine Bücher, oder? Dann wird sich das wieder auflösen. Oder auch nicht. Ich bin mir nicht sicher. Okay, hier geschieht nichts mehr. Können wir hier jetzt rein? Nein, können wir nicht. Doch was erwartet uns am Ende der Schlaufe? Oh Gott. Nichts Gutes. So viel steht fest. Können wir jetzt hier irgendwo rein? Going in circle. Ah! Ist nur ein Schaukelstuhl, Alter, ne? Going in circles. Und wir hatten das schon mal. Es kommt alles wieder. Was? Was zum... Ah, Licht anmachen, Licht! Die einzige Option. Zeit. Noch nicht. Oh, das erinnert mich gerade mega an Pineview Drive. Da gab es auch so einen Raum. Ja. Immer schneller und schneller. Und du kannst sie nicht zurückholen. Das Einzige, was dir bleibt, ist die Entscheidung darüber, wie du sie verbringst. Und im Endeffekt zeigt sich da die Verantwortung für die Sachen, die letztendlich... Dann später deine Erinnerung bestimmen. Okay, wir haben das, glaube ich, überstanden. Mit allem, was du machst, mit allem, was du getan hast. Und mit allem, was dir widerfahren ist. Und du kannst es nicht ändern. Auch wenn du es manchmal so sehr wünschtest. Können wir hier rein? Ja, wir können den wegschieben. Ach, krass, also. Boah, zieht euch das mal rein. Diese Zeichnungen kennen wir auch gar nicht. Haben wir hier noch was? Ach, ey. Ich glaube, wenn... Make up your mind. Ja. Wie ist die... Entscheide dich. Wozwischen? Für was? Wofür? Kunst? Eigensinnigkeit oder... Die Liebe zu unserer Familie?
Ist es was? Ist es das, was uns strugglen lässt? 17. Juni, er spricht schon wieder von den verdammten Ratten. Ich glaube, ich habe keine einzige gesehen, aber das hindert ihn auch nicht daran, überall Fallen aufzustellen. Er behauptet, sie in den Wänden zu hören. Und dass es Hunderte sein müssen. Gott, ich hoffe verdammt nochmal, dass es stimmt. Ich hoffe, dass sie in der Nacht herausgekrochen kommen und dich in deinem Schlaf fressen, du grausamer, von dir selbst besessener, lächerlicher Säufer. Ich glaube, das ist ein Brief von der Frau, oder? Als es zu Ende ging, so allmählich, zumindest diese Ehe hier. Und wir wissen noch nicht, was die letzte Konsequenz sein wird. Aber wir sind auf jeden Fall dafür verantwortlich, hier einiges zu versauen gerade und die Dinge nicht gerade zum Besseren zu kehren. Oh Gott. Oder sind die Ratten vielleicht auch nicht echt und sind die bloß ein Symbol? Ein Symbol von kleinen, fiesen Dingen voller Besessenheit, die allmählich unseren Verstand zersetzen? Oh Gott. Jumpscare in 3, 2, 1. Was? Was war das? Was war das gerade? Ja! Ah! Oh Gott, hey, ich hab's gewusst, ey, trotzdem habe ich mich erschrocken. Alter! Boah, ey. Errungenschaft freigestaltet. Arthur's Struggle. Ich glaube, wir nähern uns immer mehr dem Tiefpunkt. Und ich denke mal, das Ende wird sowas zeigen wie, was im Endeffekt aus uns wurde. Was es für uns bedeutet, dieses Bild fertigzustellen. Das Bild, was sich irgendwie Leben nennt, von der Tragödie, die uns widerfahren ist, bis zu dem Punkt, wo es nicht mehr ging. Hier liegt ein Schlüssel? Interessant. Ich gucke mal wieder, ob sich hier irgendwelche Zettel noch für uns verbergen. Es ist nämlich ziemlich gut, dass die Übersetzung hier reingebaut haben, wenn auch manchmal, was? Mehr schlecht als recht, aber so lässt sich doch wesentlich mehr von der Story mitnehmen. Okay, ich komm hier rein, das war ja jetzt gerade nicht schwer, aber können wir hier noch irgendwas, haben wir hier noch was zum Suchen? Nein, hier haben wir nur einen kleinen Erker, der eigentlich recht schön wäre. Wobei ich mir gerade nicht so ganz sicher bin, das ist echt eine Mega-Hütte, ey. Das sind alle Teile des Hauses. Ich bin mir nicht sicher, ob sich die Räume dann noch teilweise wieder anders zusammensetzen. Also, natürlich tun sie das. Oh Gott, wo führst du mich hin? Wo führst du mich hin? Müsste auf jeden Fall mal renoviert werden hier, die Hütte. So viel steht fest. Und das, dann weiß ich immer nicht, was das hier, ob das hier irgendwie wieder krass lange in der Ver-, also in der, ich weiß nicht, ob das, was wir erleben, teilweise sehr, sehr lange zurückliegt und das Haus in einem jetzigen Zustand ist, warum auch immer, weil es einfach verfallen ist über die Jahre oder weil irgendwer wieder diese Geschichte hier auskramt. Warum können wir da nicht rein? Bitte? Hallo? Müssen wir wieder zurück? Tatsächlich? Okay, wir kommen hier noch durch. Aber ist es wirklich das Rätsels Lösung? Ich bezweifle das gerade irgendwie ein bisschen. Wir kommen da bestimmt nicht mehr raus, oder? So, ja, ich bin diesen Weg umsonst gegangen. Ich wusste es eigentlich. Okay, irgendwas müssen wir noch finden. Irgendwas in den Schränken, irgendwas in den Wänden. Irgendwas in irgendeiner Schublade, obwohl ich mich gerade an gar keine Schublade hier erinnern kann. Wenn ich ehrlich bin. Ach so, warte mal. Nee, ach so, okay, das war der Schrank. Das war der Schrank. Ach so, ah, okay. Ein Riegler. Ich verstehe. Wo sind wir hier, ey? Soll das den Keller symbolisieren oder irgendwelche... Gibt es in diesem Haus vielleicht noch irgendwelche Geheimgänge, die wir vielleicht in dem normalen Zustand nicht mehr gefunden haben? Auf jeden Fall ist hier alles mächtig im Arsch. Ey, lass das mal. Räum das gefälligst wieder auf. Okay. Können wir uns ducken? Nein, können wir nicht. Dann wieder zurück. Wie immer also. What the fuck? Okay, wir müssen irgendwo einen Code finden. Haben wir hier vielleicht mehr Licht? Ich weiß es gerade nicht.
Haben wir hier irgendwelche... irgendwelche Indizien? Irgendwas, wo wir... Ah, hier, hier. Cat, Dog, Rat. Ach, krass. Okay, die Katze, also soll ich mal den Sachen hier folgen? Oh mein Gott, ey, das ist schwieriger, als es aussieht hier gerade. Miau, 9. Also, wir merken uns, warte mal, ich habe doch hier einen Zettel. Ich muss mir das gerade mal aufschreiben. So, wir haben 9. Ich guck da gleich nochmal nach, ich will mir eigentlich ganz sicher sein. Ich weiß nicht, wo führt das hier hin? Wo führt das hin? Okay, 9, das ist auf jeden Fall eine 9. Da. Oh Gott, 4. Ich bin mir gerade nicht sicher. Okay, so rum. Ich werde auf jeden Fall dann alle Möglichkeiten ausloten müssen. Ihr könnt ja gerade mal selber gucken, sofern möglich. 941. Okay, ich weiß nicht, ob die Katze vor allem richtig ist. Kann ich gar nicht sagen. Aber da ist auf jeden Fall das Bild drauf. 9. 4 und eine 1. Fuck. Okay. Aber die Katze muss es doch sein, oder? Die Katze... Oder... Moment mal, warum haben die Buchstaben andere Farben? Ist das random? Oder muss ich die vielleicht in eine Reihenfolge bringen? Ist es das? 941. 941. Okay, Katze. Da. Der erste Buchstabe, bei dem bin ich mir nämlich überhaupt nicht sicher gerade. Das könnte natürlich auch... Nee. Oh. Ey, das ist übelst krass. Okay, Freunde, ich probiere mal was anderes. Ich probiere mal die Ratte. Das ist die 6. Vielleicht funktionieren ja alle. 6, 8, 7. 6, 8, 7. Ich probiere mal 6, 8, 7. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. 6. Vielleicht müssen wir uns auch nicht drauf verlassen, was das Bild sagt. 6, 8, 7. Nein? 6, 7, 8? Müssen wir die vielleicht in irgendeine Reihenfolge noch bringen? Nee, auch nicht. Boah, krass, ey. Moment mal, Freunde, ich habe gerade noch mal bei der Katze geguckt. Also, das müsste gar nicht hier lang gehen. Seht ihr das? Sondern es könnte auch hier lang gehen. Das heißt, dann wären wir nicht bei 941, sondern bei 341. Ich gucke das. Ich probiere das gerade mal aus. Das könnte auch sein. Das ist super verwirrend. 4-1. Ach ja, tatsächlich. Nice. Okay. Let's get out of here. Komm her. Nein, nein, nein. Oh, bist du dumm, Alter. Meine Fresse. Okay. Wir kommen hier raus. Wir haben das Rätsel gelöst. Das war zur Abwechslung mal ein bisschen knifflig. Du erwartest nicht ernsthaft von mir, dass ich da lang gehe, oder? Oh mein Gott. Tatsächlich? Ich komme hier nicht lang. Das Feuer hat mir den Weg versperrt. Das war der gleiche Sound, wie die Early Access Version geendet hat. In diesem letzten Raum in Kapitel 5. Ich weiß gar nicht, wir müssten in Kapitel 5 gerade sein, oder? Ich bin mir absolut nicht sicher. 19. Juli. Nach der Stille zu urteilen, die sich nun hier im Haus entfaltet hat, kann ich wohl gefahrlos davon ausgehen, dass er endlich das Bewusstsein verloren hat. Zweifellos umgeben von leeren Flaschen und Fetzen zerrissener Leinwand, die inzwischen seine bevorzugten Bettgenossen geworden sind. Jedes Mal, wenn es passiert, bete ich darum, dass es das letzte Mal gewesen ist. Ich bete inbrünstig, leidenschaftlich. O Herr im Himmel, mach, dass ich dachte, dass sein Kopf aufplatzt, da das Verrottete ausläuft. Mach, dass er sich seine Handgelenke mit Glas aufschlitzt und die rote Galle ausfließen kann. Mach, dass er an seinem eigenen Erbrochenen stirbt, auf dass wir alle Frieden finden. Wenn du es nicht machst, werde ich eines Tages selbst den Mut dazu aufbringen, ihn die Treppe runterzugeben, sein Leben ein Ende zu setzen. Also in das Zeichenzimmer. Du, vor allem anderen solltest wissen, dass es nicht ein Mangel an Willenskraft ist, der meine Hand zurückhält. Sondern sie kann's nicht.
Sie kann ihn nicht umbringen. Oh, das ist so unangenehm, ey. Das ist so mega abgefuckt alles. Du wünschst ja eigentlich nur Erlösung irgendwie für alle Beteiligten. Na, du bist wieder am Start, ne? Und machst immer wieder einen guten Eindruck. Okay, wir haben die Eingangstür. Sind wir jetzt wieder am Anfang? Nein, sind wir nicht. Können wir zurück oder können wir weitergehen? Weiter, okay. Manchmal müssen sich Türen schließen, damit sie sich danach wieder öffnen und uns das zu enthüllen, was hinter ihnen liegt. Der Raum ist mir nicht gerade angenehm. Irgendwas passiert gleich, oder? Irgendwas baut sich hier gerade auf. Okay, haben wir hier noch irgendwelche Schränke? Können wir hier noch irgendwas mitnehmen? Ich klicke hier immer wie so ein Berserker durch die Gegend. Nee, können wir scheinbar nicht. Oh, hi. Wo guckst du denn eigentlich wieder? Wo guckst du immer hin? Du guckst immer auf irgendwas, was ich... Ja, natürlich. Ja, jetzt verziehst du dich. Alles klar. Ist es deine Art, wegzugehen? Bah! Okay. Ich kenne diesen Punkt. Das ist der Druck, oder? Das ist der Druck, mit dem wir uns konfrontieren. Zwischen Familien... Zerrüttetheit zwischen dem, dass wir irgendwie unseren Lebensunterhalt verdienen und unseren Lebensinhalt bestreiten durch die Kunst. Hör auf, oh Alter. Übelst die Disco, ey. Und nun? Ein Raum voller leerer Bilder. Sachen, die wir nicht zu Ende gebracht haben oder Sachen, die wir niemals gemacht haben. Krass. Weil doch irgendwas siegte dann am Ende. Okay, da können wir nicht rein, oder? Aber was hat gesiegt? Der Tod? Unsere Frau? Unsere Schwäche? Okay. Ah! Oh, ey, alter Schwede! Hör auf, mit Büchern nach mir zu schmeißen. Ich will deine Bildung nicht. Ich war... Und hört auf mit den Rollstühlen. What the fuck, ey. Okay. Weiter geht's. Oh Gott. Das ist das Narbengewebe, oder? Das sieht doch so aus, wie wenn Haut verbrannt ist, oder? Oh mein Gott. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich tun würde. Ich weiß es nicht. Ah! Don't look back. Okay, wir kennen diese Stelle. Ich habe mich so krass erschrocken beim letzten Mal. Den Jumpscare bringe ich nicht. Okay, den sparen wir uns mal an dieser Stelle. Instinct of Self-Preservation, okay. What the... Wir können auch nicht zurück. Oh nein, nicht die Stelle. Okay, Freunde, die das gesehen haben, die wissen, was jetzt kommt. Ey, das ist so... Warum zwingt es mich, das zu tun? Das ist auch beim zweiten Mal nicht angenehmer. Ey, das ist so real, ey, irgendwie. Das ist übelst krank. Also, furchtbare Sachen, die anderen... A little pain goes a long way, ein bisschen Schmerz reicht weit. Es ist immer noch was anderes, wenn Dinge hier passieren, schlimme Dinge für die Charaktere, aber wenn man selber schlimme Dinge tun muss, wie zum Beispiel bei Soma teilweise, ich weiß nicht, ob wir ja beim letzten Mal einen Lichtschalter hatten, ich kann mich nur daran erinnern, dass das arschdunkel war, dieser Raum. Oh, ey. Dumme Ratten. Diese verdammten dummen Ratten. Jetzt wird es hell, ey, die Lampe. Solche Glühbirnen hätte ich auch gerne. Ja, der nächste Raum. Ich weiß nicht, ich wäre gerne noch in diesen anderen Raum gegangen. Das haben wir jetzt gerade ein bisschen versaut. Okay, wir haben hier keine Tür. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen umgucken, wieder auf die kleinen Details, auf die es hier ankommt. Was liegst du da so blöde rum? Na, mal wieder am Abhängen. Diese Box hier sieht verdächtig aus, aber nein. Du birgst kein Geheimnis für uns. Aber was ist es dann? Der Lichtschalter. Am Lichtschalter passiert immer irgendwas. Was? Ich hab's gewusst.
Ist da draußen irgendwas? Müssen wir den nochmal anmachen? Nein? Okay, das ist es nicht. Oh mein Gott. Ach so, die Tür war noch nicht da. Wir müssen jetzt alle Lichter ausmachen, oder? Wie können wir da... Oder weist uns das bloß den Weg zu der Tür? Ja, anscheinend schon, ey. Heiliger Fick. War jetzt auch überhaupt nicht mit zu rechnen, ne, Sam? Aber den kannte ich noch nicht. Okay, das letzte Mal Fahrstuhl fahren? Ich habe keine Ahnung. Immerhin lässt du mich diesmal selber entscheiden hier. Na komm schon. Vielleicht möchte ich ja zur Abwechslung mal hochfahren, oder? Geht sogar. Oder hätte ich mich jetzt entscheiden können, Alter? Oh mein Gott, das... Ich hätte das vielleicht nicht so leichtfertig machen dürfen. Ja, gehen wir mal zur Abwechslung wieder hoch. Was stand da? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich weiß, was jetzt kommt. Und ihr wisst es auch, oder? Hör auf! Vielleicht runter? Nein? Ach, komm schon! Alter, ich hab übelst Gänsehaut. Ich hab Gänsehaut gerade. Ich glaube, ich kenne die Stelle, aber ich weiß ja nicht, wie sie sie gemacht haben. Komm schon! Nein! Nein, nein, nein! 3, 2, 1! 3, 2, 1! Okay. Sorry, Freunde, dass ich mich jetzt nicht ganz so erschrecke. Okay, ich weiß, wir hätten dem Jumpscare entgehen können, oder? Wenn wir gleich runtergefahren wären. Das war der Clou. Das ist ja cool. Das heißt, man hat immer irgendwie die Chance, den Scares zu entgehen. Aber das ist dann doch so eine Art Sterben. Aber ich weiß nicht, was das... What the fuck? Ich weiß nicht, was das im Endeffekt aussagt. Das kenne ich nicht. Die Stühle werden immer kleiner. Schaukelstuhl? Das war mein Stuhl, oder? Hier müsste irgendwo vielleicht noch ein Rollstuhl sein. Ich weiß es nicht, dann hätten wir alles vertreten. Ja? Und jetzt? Wir kommen hier nirgendwo rein. Wir müssen doch irgendwo rein. Es geht nicht. Es geht nichts gerade. Ah! Oh, ey. Es wird immer schlimmer. Merkt das selber, ne? Und was zum Teufel ist hier los? Enthülle, was in dir steckt. Okay, die Uhr ist leicht suspicious. Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one. Poor ran down. Hickory dickory dock. Oh, das war ein richtig guter Joke. Hast du richtig gut gemacht. Können wir jetzt bitte raus? Warte mal, wir können wahrscheinlich wieder durch die Tür, wo wir reingekommen sind. Okay, weiter. Dann lass mal hier weitergehen. Tatsächlich. Oh nein. Oh nein. Okay. Das war der Raum, was ich vorhin sagte, wo wir die Tochter da gesehen hatten. Und in der Early Access wusste ich nicht, was das hier darstellen soll. Da gab es nämlich das nicht, wo die da gemalt hat, sondern gab es nur den Raum. Ich verstehe. Hallo? Oh! Schätzchen, was machst du da? Kann ich dir vielleicht irgendwie helfen? Ist dein Nacken vielleicht steif? Oh mein Gott, ich kann da rein. Ah! Mäuschen. So verzagen. Och, nicht. Okay, das war eine richtig gute Idee. Ihr könnt mich gerne schlachten in den Kommentaren. Wachen wir ihn jetzt auf? Wieder in einem komplett anderen Raum? Ich weiß halt nicht, ob das irgendwie unser Fortschreiten verhindert oder ob es uns teilweise sogar an andere Punkte führt. Den Raum hier kennen wir nicht. Das sieht mega abgefuckt aus. Oh, Alter. Okay. Das war der letzte Raum. Das Arbeitszimmer. Wie in der Early Access. Okay, Freunde, an diesem Punkt kommen wir weiter. Was war... Hier war das mit dem Buch.
Und das ist wieder dieser mega gruselige... Ja, tatsächlich, es funktioniert immer noch. Okay, ich habe mir das gemerkt. Jetzt brauchen wir nur irgendwie den Code. Und du wirst ihn uns sagen, früher oder später. Oh, Alter. Okay. 363. Okay, alles klar. Alles klar. Das müssen wir jetzt hier eingeben und dann... Ich weiß nicht. Irgendwas blockiert. Meine Sinne, meine Entscheidungskraft, meine Fähigkeit, die Dinge richtig einzuordnen. Okay, bis hierhin ist das noch alles bekannt. Aber die Frage ist, was geht jetzt? Okay, wir haben die Tür. Ist es da... Geht's hier jetzt vielleicht weiter? Das sieht anders aus. Ja? Wir kommen weiter, tatsächlich. Tatsächlich geht's genau hier weiter. Okay. Oh, krass. Wir sind jetzt hier oben. Okay. Hier sind alle Bilder, alle Porträts, die wir gemalt haben. Völlig verzogen, aber... Ich glaube, diese ganz gruseligen Werke sind aus einer Zeit, wo wir schon nicht mehr mit uns selber klarkamen. Jetzt hier wieder irgendein Telefon. Was habe ich denn versprochen? Was habe ich versprochen? Irgendeine Nummer. Irgendwo müsste eine Nummer stehen. Da haben wir sie. 853. Sehr gut. Ja, das können wir machen. Okay, das war einfach. 853. Nee, ich glaube, das eine hat nicht richtig gewählt. 853. Jetzt aber, oder? Nicht? Tatsächlich nicht? Aber das ist es doch, oder? 358 oder was könnte das sein? Oder 853. Doch eigentlich schon, oder? Probier's nochmal. Keine Ahnung, warum es nicht funktioniert. Ah, okay, doch. Tatsächlich. Jetzt sind wir hier. Das ist gerade passiert. Wir stehen eigentlich noch dort drüben. Wir sind eigentlich hier gerade lang gelaufen. Ey, das ist so genial gemacht. Das ist so absolut genial. Okay, ich soll wahrscheinlich nicht runterspringen, weil ich komme hier immer höher gerade. Komm jetzt hier... Hör auf! Komm jetzt hier weiter. Wovon sprichst du? Was löst nichts? Alkohol? Wahrscheinlich schon, oder? Okay, schauen wir mal, ob sich hier irgendwie wieder eine Nummer ergibt. Hier doch vielleicht... 354, ist es das? Und die Zahlen sind diesmal irgendwie unterschiedlich groß, habe ich gerade gesehen. 354. Nein. Doch. Okay. Das mit der Größe... Ah! Hatte doch nichts zu bedeuten. Ach du Scheiße. Oh, ey, das ist so abgefahren. Das ist so absolut abgefahren. Warum spielt Gronkh eigentlich nicht dieses Spiel? Das wäre doch genau so, das wäre doch irgendwie genau das Richtige. Okay, wie können wir denn jetzt da runter? Nein! Wieder zurück! Fuck, 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 fuck! Und du? Ich kann doch nicht da runterspringen! Das hört sich sehr, sehr instabil an. Wir fallen gleich, oder? Wir müssen irgendwas machen. Verdammte Axt. Ah! Das war nicht richtig, oder? Wir haben es gerade versaut. Nee, oder? Lass mich bitte nicht alles nochmal machen. Doch, lässt er. Nee. Nee, das ist... Das ist anders. Okay. You deserve this. All of it. All of it. All of it. Oh Gott. Frauchen ist zynisch. Alles klar, so hätten wir das auch überstanden. Das war auch gar nicht so schwer, wie es wahrscheinlich intendiert war. Okay.
Wir müssen noch irgendwas anderes machen. Aber was eigentlich? Können wir vielleicht noch irgendwas mitnehmen? Können wir hier vielleicht nochmal in den Schränken gucken? Vor allem, der Schrank ist, also dieses Schubfach ist offen. Okay, das kennen wir schon, The Monster Painting. Manche Gemälde spotten jeder Beschreibung, geschweige denn einer Kritik. Das Grundwissen zum Thema ist ein absolutes Muss, wenn man nur versuchen will, sie zu beschreiben. Babyface ist eins dieser Gemälde. Diese Kunstanomalie zieht Zehntausende von Bewunderern des durchschnittlichen und Sonntagskenner des Abstrakten in ihren Bann. Okay, war das... Die Nummer ist ausgekratzt. War das vielleicht das letzte Bild, was sie gemalt haben? Hier stehen immer mehr Alkoholflaschen, ey. Heftig. Ach, hier! I needed something to add the... How should I put it? Final touches. A finger. I needed a finger. Chopped it off. Easier than sawing a leg. Washed it. Dried it in an oven. Fell asleep. Almost burned it. Will I manage to pull this off? Boah, ich muss gleich ein bisschen kotzen, ey. Hat er seine Familie zerlegt oder sich selber? Er hat wahrscheinlich nicht... Er hat sein Bein? Das ist das mit seinem Bein? Deswegen hat er ein Holzbein? Ist es das? War er das selber? Wurde er gar nicht verletzt vielleicht? Okay, in diesem Kapitel waren wir noch nicht, Freunde. Es wird alles immer dunkler. Es wird alles immer abgefuckter. Und ich weiß nicht, ob das Letzte ist. Aber unser Meisterwerk hier nimmt auf jeden Fall immer mehr Gestalt an. Malen wir uns? Unsere Frau? Das ist unsere Frau, oder? Mit unserer Tochter, ey, das ist mega, das Alien-Baby, ey, gerade noch. Trial and Error, Versuch und, naja, Fail sozusagen. Okay, Freunde, ab jetzt wird's spannend, denn ab dem Abschnitt hier kenne ich wirklich gar nichts mehr, was zu dem Spiel gehört. Also versuchen wir es einfach und versuchen wir vielleicht nicht zu failen. Okay, da sieht es so aus, als ob wir auf jeden Fall weiterkommen, deswegen schauen wir uns mal hier um. Wir sind schon wieder 30 Minuten im Spiel. Hier geht's auch weiter. Was zum Teufel? Nee, okay, hier geht's weiter. Da gehen wir doch erst da rein. Ich möchte möglichst alles mitnehmen. Sorry, dass ich jetzt hier hin und her gehe, aber das will ich dennoch sehen. Auf jeden Fall will ich das sehen. Oder doch nicht? We are running out of apples. Wir haben keine Äpfel mehr. Hast du dich mal umgeschaut, Freundchen? Das sieht mir ganz und gar nicht danach aus. Würden hier die Äpfel fehlen. Okay, der Typ hat mich in dem letzten oder vorletzten Kapitel weggegruselt. Es war einmal ein Mann voller Passion, doch dann geriet seine Frau aus der Fasson. Ihr Gesicht war eine Qual, sie wurde ihm egal. Sie hasste den Mann mit Passion. Genau, das fasst zusammen. Das heißt auf jeden Fall, dass wir recht haben, oder? Dass ich nicht falsch liege mit meiner Interpretation, oh mein Gott. Wir kennen diesen Raum noch. Und die Frage ist, was uns hier erwarten wird. Den hatten wir bis jetzt noch nicht in der Early Access. Den haben sie wahrscheinlich... In der Vollversion. Den hatten sie wahrscheinlich hier einfach... jetzt an anderer Stelle nochmal reingebaut. Und nun... Das ist übrigens ein Gemälde von Da Vinci. Ich habe leider den Namen vergessen. Natürlich nicht in dieser Rattenoptik, sondern eine Frau mit einem Hermelin auf dem Arm. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das heißt. Aber da haben sich die Entwickler auf jeden Fall ein Vorbild dran genommen. Hör auf! Was ist das? Was? Es kommen gleich die... Oh Gott, ich hab's gewusst. Die Ratten. Und das Feuer. Das Feuer vertreibt die Ratten. Wow. Wurde ganz heiß am Arsch, Alter. Moment mal. Hat das Feuer irgendwie was mit den Ratten zu tun? Explizit? Ich weiß es nicht. Waren die für irgendwas verantwortlich? Also, ich meine, das große Feuer war auf jeden Fall der Auslöser von allem Schlechten, die dieser Familie widerfahren ist. Aber was ist mit den Ratten? Ich dachte ja bis jetzt eben noch, das ist vielleicht sogar eine Einbildung gewesen. Aber da bin ich mir gerade nicht mehr so sicher. Oh, nein. Schnucki, ich möchte das nicht. Nein. Oh Gott. Oh Gott, die kommt immer näher. Ich dachte, du verschwindest irgendwann. Ah,
Hör auf damit! Was? 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 Wir können hier nicht mehr raus? Okay. War das jetzt gut oder haben wir gerade... Nein, wir können hier raus. In Ordnung. Solange ein Weg offen bleibt, ist das alles okay. Okay, weiter geht's. Immer mehr dieser Schlick, immer mehr dieses vernarbte... Don't look back. Tatsächlich? Ich habe gerade keine Wahl. Okay, wir gehen genau wieder die andere... Die andere Richtung. Was ist das zur Hölle? Immer mehr verschmilzt dieses, was, denke ich mal, so Narbengewebe darstellen soll mit irgendwie so Farb... schwarzen Farbklecksern. Oh mein Gott. Ich glaube, das kennen wir nicht aus der Early Access. Alter, sieht das krass aus. Es hat irgendwie Style. Aber in diesem Zusammenhang glaube ich doch eher nicht. Rein da? Wirklich? Ist das wirklich eine gute Idee? Aber von den Bildern der Tochter wissen wir, dass wir der schwarze Mann sind. War das jetzt richtig? Okay, wir sind an einem neuen Ort. Oh Gott. Nö. Alter, das ist so arschdunkel. Oh Gott, das ist arschdunkel. Oh mein Gott, nein. Oh, ich habe gerade übelst Angst. Die Geräusche sind so krass. Das haben sie auch nochmal verbessert, glaube ich. Bich? Was ist das hier mit diesen Reglern? Riegeln. Und dieser komischen Aufhängemaschine. Hat ja irgendwer einen Erhang oder sich selbst zum Schluss? Ich will da überhaupt nichts hochziehen. Da kommt gleich was. Oh nein. Ach komm. Ich glaube, wir können uns entscheiden, ob wir das machen oder nicht, weil da scheint es auf jeden Fall weiter zu... Das ist absolut krank, das Spiel. Da kommt's. Das ist absolut furchtbar. Nein. Nein. Schneller, schneller, schneller. Ich will das jetzt wissen. Oh Gott. Was soll das sein? Was soll das sein? Ein Stapel Bilder? Die wahrscheinlich für irgendeine Lebensphase stehen. Vielleicht auch eine Lebensphase, die wir schon mal hatten und jetzt irgendwie wieder vorkramen. Ich weiß es nicht. Es lässt so viel Spielraum für Interpretationen. Oh, krass. Ihr könnt mir dann auch gerne mal... Ah! In ashes you shall reap. Wieder die Bandagen? Is that her? Oh, God. Can she hear us? This is all fixable, right? No, you don't understand. Her face. Her hands. I... She will be devastated. Kurz nachdem der Unfall passiert ist, nicht? Oh Gott. Okay, wir haben diese Bandagen schon mal gefunden, allerdings mit einem anderen Text. Can you even paint anymore? Kannst du überhaupt noch malen? Was sind die Vorwürfe? Kannst... Oh Gott, das Uja-Brett. Kannst du überhaupt noch was Schönes erschaffen? Sollte das wahrscheinlich heißen. Was können wir denn hier eingeben? Sollen wir das nochmal probieren? Ich weiß es nicht, Freunde. Ich weiß nicht, was das aussagt. Können wir da... Vielleicht klappt ja Seth? Nein, klappt nicht. Ich bin so krass gespannt auf das Ende. Okay, Wife vielleicht? Oder Fire? Das wäre am naheliegendsten. Es passiert nichts, oder? Egal, was wir eingeben. Zumindest nicht die Dinge wie in dem Halloween-Special. Okay, du wieder. Shakespeare. Oh
Okay, das war der Raum, wo die Tochter drin gemalt hat. Es wird alles immer schlimmer und ich habe das Gefühl, so langsam aber sicher gehen wir dem Ende entgegen. Nicht, weil es das letzte Kapitel ist, sondern... Was? Licht? Es ist hell genug. Sondern weil alles bis ins Absurdeste, bis ans Schrecklichste geführt wurde. Jede mögliche Kombination. Dieser Raum. Alter. Dieser Raum kommt immer... Oh Gott. Kommt immer dann wieder, wenn... Wenn irgendwas... Wenn wir kurz vor einem Ende sind, kurz davor irgendwas zu finden oder kurz in einem ziemlichen... Suchen? Was suchen? Ja? Was denn? Was machst du? Was? Was soll ich tun? Ich soll mich hier umschauen? Was? Okay. Oh, krass. Jetzt habe ich's kapiert. Ich muss das gedrückt halten. Oh nein. Das ist so krass, es ist so es hat so eine unglaubliche Bildsprache, dieses Spiel. Versteht ihr, was ich meine? Dass das einfach ein mega krasses Horrorelement ist. Ich war noch nicht fertig, oder? Ich darf nicht aufhören zu drücken. Das liegt ganz bei mir. Ich muss das bis zum Schluss durchziehen, bis ich bei ihr bin. Wasser hätte sie retten können? Vor Feuer? Davor ein Monster zu werden? Okay, ich habe keine Ahnung. Irgendwas war ja auch mit den Ratten. Nochmal rein? Ich habe nicht aufgehört. Okay, das ist eine andere Szene. Doch was steht am Ende? Es ist immer die Frage, was steht am Ende? Eigentlich bei Spielen. Aber in diesem Spiel scheint es auf jeden Fall so, als wäre der Weg irgendwo das Ziel. Zumindest lohnt sich der Weg auf jeden Fall. Es bis zum Ende einfach mal zu spielen, es durchzuziehen. Okay, noch einmal und immer wieder rein. Und nichts besser machen. Sich nur immer wieder vergraben. Nur immer wieder eintauchen in das Leid. War's das? Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Oder ist das die Quintessenz? Wir kennen diesen Song nicht, der ist auch neu. So langsam muss sich doch aber der Kreis schließen, oder? Oh, heftig. War das vorher schon da? Wahrscheinlich nicht. Finally, someone had to bear witness. Ein Augapfel. I couldn't just look at my own work. Art and the artist needed an audience. Wessen Auge ist das? A critical eye on things. I knew what I had to do. I gouged it, scooped it up like ice cream. Felt like a butcher, a monster. But at least there was to come something beautiful from all this filth. Okay, das ist krank. Das ist absolut krank. Aber was ich noch gerne wissen möchte, ist er das selber? Tut er sich das selber an? Dann wäre es weniger schlimm. Oder tut er es seiner Tochter an? It's taking so long. Open this fucking door. I need to go. Open up. Hell is... Oh God. No. No, 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 no. What have you done? No! Die Frau hat sich umgebracht, oder? Im Bad. Oder hat sich irgendwie... Das ist doch das. Das sagt doch das Badezimmer aus, oder? Er will rein und sie hat nicht geöffnet, weil sie tot war. Und zum Schluss wird er das Werk verenden. Dann sind es wahrscheinlich die Teile seiner Frau. Okay, wir kommen noch nicht zurück. Was dann? Sollen wir spielen? Alter, das wäre ja mal mega krass.
Ich mag das nicht. Ich kann das, glaube ich, auch gar nicht. Davon können sie ja auch nicht ausgehen. Ja. Oder doch? Wir haben auf jeden Fall noch diesen Augapfel jetzt gerade im Glas. Und was tun wir? Wir müssen eigentlich zurück zu unserem Bild. Irgendwas? Okay, wieder zu diesem Bild hier? Nein. Okay, da ist was. Und nun? Nein. Okay, wir müssen die ganzen Teile hier wahrscheinlich finden. Hier ist noch eins. Irgendwo. Wo leuchtet's? Wir sollten das nur zurückbringen. Gut, ich verstehe. Es ist so. Die Atmosphäre ist unglaublich. Okay, wir sollen die Dinge wieder ordnen oder in die richtige Richtung führen. Scheinbar. Die Sachen zurückbringen, obwohl das nicht möglich ist. Im Endeffekt drücken. Was denn? Im Endeffekt drücken diese Sachen immer dasselbe aus mit einer komplett anderen Sprache, weil wir nie zu einem Ergebnis kommen, weil wir nie die Dinge lösen können. Oh Gott. Und jetzt? Wieder Steinchen suchen? Ich habe keine Ahnung, Freunde. Kann ich auf jeden Fall was aufmachen? Nein, das ist es nicht. Was ist das? Alter, was ist das? Das war ein bisschen eklig gerade. Doch, wir müssen tatsächlich die Steinchen suchen. Okay. Irgendwo in den Schränken vielleicht? Nichts, was wir mitnehmen können. Eins oder zwei? Doch. Alles klar. Ich verstehe das Prinzip. Und nun? Noch eine Erweiterung. Ey. Oh Gott. Was steht am Ende? Wahrscheinlich wieder der Frust. Dass wir einfach machtlos sind. Dass wir uns irgendwie unserem eigenen Verfall hingegeben haben. Wir haben immer noch den Augapfel. Wir müssen immer noch zu unserem Bild. Aber der Raum ist noch nicht da. Noch nicht da. Wir müssen ihn erst zurückholen. Wo ist der fehlende Stein, der es uns ermöglicht, weiterzuspielen? Da. Alles klar. Okay, okay. Man muss nach oben. Ich vergesse auch immer, nach oben zu gucken, ey. Okay, gut. Alles klar, das Lied hat doch aufgehört. Das war's wahrscheinlich. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich rechne mit überhaupt nichts mehr in diesem Game. Es ist eigentlich an jeder Ecke eine vollständige Überraschung. Und ich habe das Gefühl, seitdem ich hier angefangen habe, bin ich schon 20% verrückter geworden, auf jeden Fall. Müssen den Stein bedienen. Ja. Neuer Raum? Oder nur schweben? Okay, nee. Irgendwas muss ich ver... Hier! Alles klar, oh mein Gott. Okay, können wir da jetzt hoch? Wir müssen weiteren Stein suchen. Ah, okay. Ja, das war einfacher. Sehr gut. Können wir? Nein, noch einer. Okay. Wahrscheinlich. Ich habe es mir ja fast gedacht. Das wäre zu einfach. Nein, das lassen wir aber schön an. Wenn du uns schon die Möglichkeit gibst, spiel dort. Nee, das ist eine Kerze. Verdammt. Okay, das Badezimmer hatten wir auch noch nicht. Der Duschvorhang. War das vielleicht das mit im Halloween-Special, dass sie sich... War das die Situation von ihrem Selbstmord? Wo sie da hinter dem Duschvorhang war und... Alter. Okay, wir haben jetzt zwei Sachen gefunden. Das sollte auf jeden Fall reichen. Was war das gerade? Mit Abstand führt das die krassesten
Dinge auf, die ich je gesehen habe in dem Spiel. Das ist so unglaublich. Was? Hier jetzt? Okay, das Ding hier, der Plattenspieler, das Grammophon ist irgendwie weg. Hoch auch nicht mehr. Und nun? Okay, das ist es tatsächlich nicht. Die Zeichnung war eben noch nicht da, oder? Ich weiß es gerade nicht. Wir können da auch nicht mehr hoch. Ach, die Küche. Oh mein Gott. Was ist das? Ah, da, okay. Ich habe eins gefunden. Auf der Waage. Komm her. Ja? Hey! Noch eins? Bleibt bitte da. Ich finde euch ja gar nicht so schlimm, außer wenn ihr euch bewegt. Das mag ich gar nicht gutheißen. War das jetzt der eine, den wir suchen sollten? Nee, scheinbar nicht. Okay, es muss sich doch noch was verändern. Wahrscheinlich ab jetzt dann immer zwei oder so. Ofen? Er hatte im Ofen den Finger getrocknet. Was zur Hölle ist der Ofen? Das hier? Nee, aber da ist nichts drinne. In Ordnung. Das wäre aber gar nicht mal so unrealistisch gewesen, oder? Oder das? Nein, wir haben noch was finden müssen. Ich weiß allerdings nicht, was das... Ah, das ist das Gewicht! Das jetzt hier rauf... Ah! Ich verstehe. Und jetzt haben wir das andere Ding gekriegt. Reicht das nun? Ja, es reicht, oder? Wer gewinnt, schwarz oder weiß? Noch keiner. Noch keiner. Oh mein Gott, dieses Bild, ey. Fuck! Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Okay, da lang nicht. Müssen wir jetzt immer noch die Sachen suchen? Oder sind wir jetzt endlich mal hier bald erlöst? Ey, das kann ja wohl nicht wahr sein. Die ganzen Räume sind jetzt hier versperrt. Das heißt, das Einzige, was wir machen können, ist hier irgendwie lang. Das Bild sieht aus wie eine Schlange oder sowas oder eine Echse. In Ordnung, oder auch nicht. Das Einzige, was wir tun können, ist irgendwie hier sein oder hier lang gehen, aber hier kommen wir auch, doch, wir kommen, nee. Okay, gut. Das Gewicht nicht mehr. Ach so, wir sollten hier einfach nur wieder hergehen. Ja, und nun? Weiß gewinnt? Ist es das? Oder doch lieber die Dunkelheit? Im Endeffekt fällt alles darauf hinaus, oder? Dass uns die Decke über den Kopf fällt. Sorry, wenn ich das gerade nicht so vielseitig hier kommentieren kann. Oh, Alter. Oh Gott. Oh Gott, ist das keimig. Ey, nicht so vielseitig kommentieren kann, aber das ist einfach nur so... Wow. Wir sind im Raum. Und jetzt? Können wir jetzt unser Bild fertig kriegen? War das das Letzte? Ja? Ja? Yes! That's it! It's beautiful. Perfect. Wir haben das Bild fertig. Just like I always imagined. Oh Gott. What is this? I don't understand. No. Es verfolgt ihn. Es verfolgt Please. Ihn. Oh Gott. I was so close. This time. I almost had it. Wieder versaut. Immer noch nicht. Das war nach dem Brand, oder? Oh, krass. Nein, nachdem er sie bearbeitet hat. Die hatte auch gerade kein Auge mehr. Das war doch die Frau. Und es verfolgt ihn. Er wird das nicht mehr los. Hehehe.
Versuch 5000 oder was? Ja, noch viel kranker als ich gedacht habe. Unglaublich. Ist es das Haus jetzt? Die unzähligen Versuche? Sieht das Haus jetzt so aus? Zerfallen? Nachdem sie schon jahrelang tot war, das Schlafzimmer, alles verrottet, alles mit Farbe beschmiert. Oh mein Gott, Freunde, ich glaube, wir sind zurück in der Realität. Hier liegt noch ein Buch, ich weiß. Die Entwickler. Ach, krass. Scratchbook of the Damned. Das finde ich mega nice. Und die Leute sehen so freundlich aus. Ey, ihr seid so kranke Schweine, ganz ehrlich. Okay. Lässt sich hier noch was finden? Irgendwas? Was ist das Ende? Das ist der Schlüssel. Zu unserem Mahlzimmer wieder. Wir müssen nochmal zurück, wir müssen nochmal runter. Es ist unheimlich deprimierend. Krass. Es ist also real. Es ist verdammt nochmal real, was hier mit dem Haus vor sich geht. Und auf der Leinwand ist kein Bild mehr. Das Arbeitszimmer steht leer und hier haben die ganzen Sachen, okay, die wir gefunden haben, mehr oder weniger. Mehr Alkohol. Alkohol statt Farben. Okay, Freunde. Das war klar, dass das das Ende ist. Wir sind wieder genau am Anfang. Es dreht sich. Wie so ein sich immer wieder wiederholender Kreis, der immer schlimmer wird. Die Schleife, in der du gerätst, aus einem tragischen Schicksal. Und du verfängst dich dann in so eine Art... Ist eine Art surrealen Welt, du versuchst es dir schön zu machen mit Alkohol, mit den Dingen, an die du dich klammerst, die dir irgendwie noch viel bedeuten, während du das, was dich irgendwie fertig macht, was dich so zutiefst erschüttert, versuchst abzuschütteln, aber es holt dich immer wieder ein, du kannst nicht aus diesem Kreis rauskommen. Und das ist unheimlich deprimierend. Es ist so eine Art Psychose, so eine Art Depression, das ist genau das, es ist irgendwie zutiefst menschlich und doch so entrückt von der Welt. Es ist voll krass. Das krass gemachteste Spiel von überhaupt von diesem ganzen Ideenreichtum, der da reingeflossen ist, was ich je gesehen habe. Du brauchst gar nicht mehr, du brauchst gar nicht so viel erklären. Du brauchst nur das Drumrum. Und ein bisschen Magic und dann hast du es und das hat das Spiel gut auf den Punkt gebracht. Okay, Freunde, ich will nicht zu viel labern. Ich habe das Spiel auch, glaube ich, während der Aufnahme genug bewertet. Ich habe jetzt 2 Sessions draus gemacht, weil es doch zu lang war und so weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wollte euch das Ende unbedingt zeigen. Es war Gott sei Dank, also danke an euch, dass wir das ganze Spiel nochmal gemacht haben. Hey, draußen schneit's. Krass, wie verrückt. Ja, das passt auch irgendwie. Kälte, Schnee und so ein bisschen Ruhe, die einkehrt jetzt. Und ich muss erstmal, wie gesagt, ich bin, glaube ich, 90% verrückter als vor dem Spiel. Ganz ehrlich, das nimmt einen irgendwie mit. Nicht irgendwie emotional oder denkst du so, Alter, ehrlich. Das ist wahrscheinlich auch nochmal anders, wenn man das Spiel nochmal spielt. Da wirkt das natürlich nicht ganz so krass wie beim ersten Mal. Und ganz ehrlich, bei der ersten Aufnahme, also bei meinem ersten Let's Play davon, bei der Early Access, hatte ich mega, mega Angst an den Stellen. Das hat mich unheimlich abgefuckt, das Spiel. Okay, Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt es bis hierhin durchgehalten. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Ich werde jetzt öfters mal Umfragen auf Twitter machen, so wie ihr das wollt. Dann können wir sowas gerne mal, wenn es sich ergibt, halt in der Möglichkeit, irgendwie an einem Stück durchziehen. Dann werden vielleicht mal mehrere 1 oder mehr Stunden Videos kommen. Wenn ihr das wollt, schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Schreibt mir, was ihr von dem Spiel haltet. Schreibt mir, wie ihr es interpretiert hättet und wie ihr die Umsetzung fandet. Und dann würde ich sagen, Layers of Fear war ein grandioses Spiel. Und jetzt freue ich mich auf Alison Road of Visage, die auch beide super gemacht werden, so wie sie jetzt schon andeuten. Und ja, Layers of Fear war wirklich so ein Fels in der Brandung. Ein ziemlicher Stern am Horizont des Indie-Horrors. Und eben Indie-Horror. Und dennoch so gut. Und das freut mich, weil es hat mich unheimlich geflasht, das zu spielen. Ich hoffe, euch auch. Bis dann, Freunde. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ihr seid großartig und wir sehen uns in der nächsten Runde, im nächsten Video. Bis dann, haut rein und ciao.